Upsa, hallihallo und Mahlzeit. Da sind wir wieder. Mein vorerst letzter Stream vor Ostern. Geht's dann erst nach Ostern wieder weiter. Und heute zocken wir Empire of Sin. Ein Spiel, was ich schon lange streamen wollte. Ich hab's letzte Woche ausführlich angezockt. Hab da schon fast ein ganzes Viertel erobert in meinem Safe-Game. Macht richtig Bock auf jeden Fall. Ist so ein Game, wo man schwierig wieder aufhören kann, wenn es erstmal richtig läuft. Ist auch nicht mehr so verbuggt. Das hat mich abgehalten, als es rausgekommen ist, das direkt zu spielen, weil ich gelesen hatte, dass es viele Bugs hatte und so weiter. Und natürlich auch die rundenbasierten Kämpfe haben mich natürlich ein bisschen abgeschreckt. Wer mich verfolgt, der weiß, dass ich dann eigentlich nicht so ein Fan von bin. Muss aber sagen, dass es bei dem Game ziemlich zügig von der Hand geht und sie auch richtig Bock machen. Und ja. Auf jeden Fall macht es richtig Bock, man kann auf jeden Fall einiges einnehmen, man hat alle Möglichkeiten, um der Dawn in Chicago zu werden. Gibt auch viele Charaktere, die man sich aussuchen kann, die man anheuern kann und so weiter. Jeder Charakter ist komplett equipbar und so weiter. Und ist auch jetzt im Game Pass, seit letzter Woche ist es im Game Pass drin. Das war natürlich der Grund, warum ich dem Spiel dann doch eine Chance gegeben habe und positiv überrascht war. Ich meine, gut, Paradox Interactive ist eigentlich dafür bekannt, keine schlechten Aufbauspiele zu machen. Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich mal eins gespielt hätte, was ich wirklich schlecht fand. Ich finde halt bei den Spielen auf Dauer lässt der Umfang dann halt immer ein bisschen zu wünschen übrig. Das war zum Beispiel bei Prison Architect. Prison Architect fand ich hammergeil, als ich es gestartet habe, aber sobald man da zwei, dreimal und das Tutorial hat dann halt eine gute Story gehabt und so. Aber sobald man dann das zwei, dreimal gespielt hat, dann wird es auch ziemlich schnell langweilig. Genauso wie Surviving Mars, wenn du den ganzen das ganze Gebiet eingenommen hast, dann hast du halt auch einfach keinen Bock mehr, das nochmal zu spielen. Kann ich übrigens auch empfehlen, Surviving Mars. Für ein paar Stunden ist es richtig geil. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir halt mal rein, ne? Starten wir mal ein neues Spiel. Bada Bams, wo haben wir es? Hier. Zack, nice. So, man kann natürlich das Tutorial machen. Im Tutorial wird alles richtig gut erklärt und so weiter. Macht auch Bock, hat so ein bisschen Story und so, alles cool. Aber wenn man dann nochmal startet, dann macht man am besten hier. Ja gut, wir machen ein neues Spiel, oder? Wir machen ein neues Spiel. Ich will ja schon ein bisschen von der Story euch zeigen. Und zwar habe ich natürlich ganz klassisch mit Alphonse Capone natürlich angefangen in meinem Safe Game. Und den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, der war richtig gut für den Einstieg. Nice choice. So, jetzt Perfect schauen wir mal work. hier, wen wir jetzt nehmen. Billardschuss, was vor allem, worauf ich geachtet habe, ist natürlich da. Das ist natürlich nice. Was am Anfang am wichtigsten ist, ist natürlich Sicherheit. Ihr könnt natürlich alles einnehmen, wie verrückt da eskalieren. Aber wenn ihr halt nicht genügend Sicherheit, also genug Security einstellt, dann werden euch die Läden natürlich auch ganz schnell wieder abgenommen. Deswegen die ist ziemlich nice. Es gibt so viele. Ich zeige euch erstmal alle Chicago. Charaktere und ich schaue ein bisschen. Kosten für Bordellsicherheit. Ja, Bordells sind jetzt, glaube ich, am Anfang noch nicht so interessant. Am Anfang ist natürlich die Herstellung und der Handel mit Alkohol. Das bringt am meisten Geld, habe ich in Erfahrung gebracht. Also, das habe ich so mitbekommen. Weil man natürlich da auch öfters Angebote von anderen Mafias bekommt, den Alkohol denen zu verticken. Und da kann man halt richtig fett Kohle scheffeln. In Bordells und Casinos und Hotels kann man jetzt, ja, man kann da auch, da kommt halt stetig Geld rein, aber ich fand jetzt nicht, dass es Good so viel choice. gebracht hat. Da Speak Easy, Verbesserung starten, eine Stufe höher, das ist zum Beispiel nice. Speak Easy ist halt eine Kneipe. Das heißt, das wäre auf jeden Fall schon richtig cool. Bedrohungszuwachs beim Eröffnen eines Speak Easy. Minus 50%. Okay. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Good decision. Kosten für Brauerei Lagerverbesserungen, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, weil wir wollen das Zeug ja eigentlich auch schnell verticken.
Und saß wieder, wie gesagt, Alphons Capone. Hey, I'm your only man. Hier, Frankie Donovan. Der ihn noch kennt aus Inglourious Basterds. Brauereiproduktionsrate. Das ist natürlich auch gut. Brauereiproduktionsrate und Kosten für Speakeasy Mundpropaganda. Hey, how you doing? Zusätzliche Brauereiwache plus 1, Kosten für Speakeasy Verbesserung minus 5, das ist auch nice. Klingenfächer. Goldigarno. Kosten für Casino-Verbesserung. Good choice. Zusätzliche Bordellwache, Kosten für Casino-Spiele. Nee, das ist auch nicht so nice. Hi there, it's Maggie Dyer. And she serves. Löwenbändigerin. Nee, nee. You and me are gonna do some good business. Schwierigkeitsgrad, Geschäftsvereinbarung. Kosten für Speakeasy Atmosphäre. Ja, das ist auch nicht so nice. Muy bien. Es gibt bei ihm Wahrscheinlichkeit für Razzien. Ja, Razzien sind eigentlich nicht so interessant. Man kann das nämlich auch leveln, dass man weniger Razzien bekommt. Oh, hier. Frank. You can call me Mr. Reagan. Negan. Brauerei, Produktionsrate und Speakeasy Unterhaltskosten. Ja, Unterhaltskosten bin jetzt auch nicht so geil. Let's take this city. Nee, also ich fand jetzt eigentlich... Elvira Duarte. Good choice. Ihn hier fand ich eigentlich am besten. Ah ne, aber gut, der hat Bordelleinnahmen. César, oui. Al Capone, how you doing? Ja, also ich fand ihn eigentlich am geilsten. Schnellere Produktionsrate, Speakeasy und Propaganda. Hey, how's it going? Oder was war das bei dem einen? Der hat schon alles Speakeasy Verbesserungen starten, eine Stufe höher. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Dadurch kann man natürlich richtig viel Kohle sparen. Ansonsten hat er da. Den finde ich auch nicht so cool. Come on. You can get much further. Hey. A pleasure. Hey. I'm your man. Und Propaganda. Produktionsrate. Ich würde sagen, wir nehmen ihn, ne? Frankie Donovan. The Beer Dude. Fesseln Sie einen wirbelverheerender Nahkampfangriff auf Gegner. Jeder Kill facht Ihre Wucht weiter an und stellt Ihre AP wieder her. Erhöht jedoch auch Ihre Erschöpfung. Okay. Dann rein. Sagen, genau, das passt alles so. Nachbarschaften können wir vielleicht ein paar weniger machen. Machen wir nur 4. Oder beziehungsweise 6 ist, glaube ich, okay. Feindliche Fraktion ist ja jetzt nur fürs Let's Play. Und machen wir mal die zweite Schwierigkeitsstufe. Weil natürlich, Dings, das dauert halt immer ewig lang, wenn man durch die Nachbarschaften wechseln muss, wenn da so viele sind. Dann dauert es natürlich immer ewig. Let's go! I hear you've been looking for me, Paddy. Ah, okay. Habe gehört, Sie suchen nach mir, Paddy. Wie nennen Sie hier Paddy? Können wir den Mist überspringen und gleich zum Punkt kommen? Can we skip all the bullshit and go straight to why I'm here? There'll be a man coming over from home in a few weeks that you should meet. About a crate of Tommy guns. He'll have the other half of this $5 bill, and you'll have to take care of him. Okay, und was mache ich in der Zwischenzeit? Okay, what do I do in the meantime? There's a few fellas setting up a speak the next street over. I'll give you cash to clear them out and set up a brewery to hide the weapons. Klingt nach einer Menge Arbeit.
Für 600 würde ich es mir überlegen. Sounds like a lot of work. Nice, haben wir direkt mal Überlegungskunst angewendet. All right. Christ almighty. Meistens ganz only because you work for the republic. Dann sind wir uns einig. Let's shake on it, so. Fucking hell. You'll fit right in Chicago. See you when I see you. Frankie findet sich auf den Straßen von Chicago wieder. Diese Straßen, die bald ihm gehören werden. Nice, und das ist nämlich jetzt richtig cool. Man kann nämlich. Of course. Also, Speakeasy haben wir. Eine Brauerei. Und den Unterschlupf normalerweise, oder? I'm on it. So, man kann nämlich sogar richtig jetzt rumlaufen. Mit seinem Charakter. Das finde ich eigentlich cool. Weil man muss den jetzt nicht immer von überall, von da nach da nach da schicken. Man kann einfach so frei rauszoomen. Und zwar, genau, hier haben wir jetzt eine Brauerei am Start. Das ist unser Unterschlupf. Und das ist unser Speakeasy. Und hier sind unsere ersten Missionen. Jetzt schauen wir erstmal rein. Und zwar hier können wir nämlich jetzt gucken, Verbesserung, also sie hat schon zwei. Sagen, dann machen wir nämlich erstmal hier Mundpropaganda. Das ist ja sowieso das, was am günstigsten ist. Nein. Doch, hier machen wir auf jeden Fall noch mehr Sicherheit bei der Brauerei. Natürlich die Produktionsrate erhöhen und Alkoholqualität, das ist am wichtigsten. Das ist das, womit wir Kohle machen. Und hier in unserem Unterschlupf können wir nämlich auch Alkohol produzieren lassen. Da tun wir sofort mal die Sicherheit verbessern. Wenn man ein bisschen mehr investiert, dann kann man das auch sofort abschließen. So. Und natürlich auch Produktion und Alkoholqualität noch verbessern. So. Dann schauen wir. Und jetzt gibt es nämlich hier überall solche freien Läden. Beseitigen Sie die Gauner. So. Die man noch einnehmen kann. Also das sind so kleine Ganoven. So, wir heuern erstmal jemand an. Und zwar empfehle ich euch am Anfang, die sehen zwar hier ein bisschen alt und schrumpelig aus teilweise, aber nehmt erstmal die normalen Charaktere. Die normalen Charaktere sind fast genauso gut wie die hier oben, aber die hier oben kosten halt hier 77.000, 31.000, dann seid ihr halt sofort pleite. Und wenn ihr pleite seid, dann ist das Game natürlich gelaufen. Deswegen könnt ihr nämlich hier unten gucken. Okay, also aktuell haben wir jetzt noch niemanden, der, weil wenn ihr nämlich eine bestimmte Rufstufe habt, dann kommen nämlich auch Leute freiwillig. Das heißt, ich würde sagen, wir tun erstmal unseren Hauptcharakter aufmotzen. Da haben wir überhaupt noch gar nichts. Dann gibt es nämlich hier den Schwarzmarkt. Dann schauen wir erstmal hier. Also brauchen wir auf jeden Fall mal eine Nahkampfwaffe, die ist aber teuer, Alter. Das ist teuer. Eine Schutzweste wäre auf jeden Fall nice, aber hat er auch nicht da. Stethoskop plus 5 Verteidigungsbonus, maximale Gesundheit, das ist nice. Das ist auch günstig. Und können wir uns hier vielleicht eine dicke Knarre leisten? Ja, hier das Gewehr muss schon sein. Auch ein bisschen mehr investieren, 60 Damage, obwohl das ist eigentlich schon richtig gut, 35 bis 62 Damage. Magazingröße, ja. Das wäre sogar Dings. Gut, das hat halt mehr Crit-Schaden. Dann machen wir erstmal hier dieses normale Gewehr. Heal Pack haben wir schon. Und hier Amboss-Munition plus 10 Schaden, die gönnen wir uns auch. So. Das ist natürlich wichtig, euer Hauptcharakter müsst ihr natürlich immer gut ausrüsten. Das ist da, aber wenn der stirbt, dann ist das Spiel verloren. Dann ist sofort vorbei. So, machen wir hier die Amboss-Munition rein.
Die haben natürlich auch hier Skills, die sie noch lernen können. Schauen wir mal, was haben wir hier. Alle freundlich gesinnten oder verbündeten Charaktere im Umkreis von 4 Meter werden jetzt verblutend, anstatt zu sterben. Das ist nice. Sie lösen bei Bewegung keine Wachschüsse aus. Das ist auch nice. Egal wie viel Schaden sie erleiden, sie werden jetzt immer verbluten. Das machen wir auf jeden Fall. Weil das bedeutet eigentlich, dass wir schon fast unsterblich sind. Gut, und dann würde ich sagen, laufen wir jetzt einfach mal darüber. Und gucken wir mal, ob wir das... Wir speichern erstmal. Nicht, dass wir jetzt da total erledigt werden alleine. Of course. Ansonsten tun wir dann doch noch jemand anheuern. Aber das Ding ist halt, wenn man sich ein bisschen einen Ruf aufbaut. Wir haben jetzt noch null Ruf. Neue Fraktion getroffen. Ja, wir machen einfach eine Begrüßung. Was zur Hölle haben Sie in meinem Viertel zu suchen? Ich will keinen Ärger. Ich bin mir sicher, Sie und ich werden miteinander auskommen. Sofern wir uns gegenseitig aus dem Weg gehen. Sure, that'll do. Weil wenn er natürlich ein bisschen mehr Ruf macht, das seht ihr ja oben rechts. Warte mal, ich glaube, es gab sogar eine Möglichkeit, den Cursor freizulegen. Ja, Mann, das ist geil, dann kann ich euch das nämlich zeigen. Hier oben ist nämlich euer Verruf. Je höher der Verruf ist, desto bessere Leute schaltet ihr frei, also Begleiter. Und desto günstiger werden die auch, weil die natürlich weniger Geld verlangen, weil die natürlich selbst Bock haben, euch anzuschließen. Dann hier ist Alkohol, das ist natürlich unser Geld und da in der Klammer steht natürlich, wie viel wir aktuell verdienen. Und... Warte mal, ich kann das auch da unten. Eigentlich, also das mache ich gleich. Das mache ich erst gleich, wenn wir noch mehr Charaktere haben, dann sehe ich es besser. Dann tue ich da unten meine Kamera ein bisschen hochschieben, dass ihr nämlich da unten auch den Charakterporträt und die ganzen Charakterporträts seht. Warte mal, ich kann das mal ganz kurz machen. Pipapo. Das hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm, dass das jetzt. Mal so und so. Hier. Nice. So ist perfekt. Super. It's already done. Den seht ihr nämlich da unten. So, man kann jetzt hier so richtig schön durch die Stadt laufen. Das ist richtig cool. Natürlich kann man auch dann die ganzen Charaktere auch auf einmal mitnehmen. Red noch mit ihm hier, was geht? Hallo, willkommen. Wir haben noch nicht geöffnet, aber wenn Sie in einer Woche wiederkommen, finden Sie das beste Speakeasy der Stadt. Moment, Sie sind doch kein Bulle, oder? Amerikanischer Akzent. Oh doch, Officer Donovan. Und ihr steckt bis zum Hals in Ärger. Einschüchterung. Hier auf meiner Brust siehst du. Also, wir müssen... Also müssen wir das jetzt auf die harte Tour regeln, oder was? Einschüchterung hat funktioniert, nice. Alle machen mal Fehler. Was habt ihr denn so in euren Taschen? Nur 100 Dollar? Na ja, gut, das wird reichen müssen. Puh, fast wäre was schief gegangen. Na dann los, weg hier. Nice, ja. Der hat uns sogar Geld gegeben, Alter. Wie geil ist das denn? Säubern Sie das heruntergekommene Gebäude. Gehen wir mal rein hier. Oha, das ist aber übel, Alter. Jetzt hier ganz alleine gegen so viele Leute kämpfen oder was? Das wird aber nichts. Wipe them out! So, na gut, dann müssen wir es halt probieren. Ja, machen wir erstmal hier die Waffe wechseln. Gut, ich meine, wir haben ja so eine geile. Nice, genau. Wir haben ja so eine geile Fähigkeit. Dass wir. Wo ist sie denn überhaupt? Genau, das da. Entfesselnde Wut. Greifen Sie ein Ziel, ne? Dann würden wir aus Nahkampfangriffen an. Schauen wir erstmal. Also den da können wir killen. Ich würde sagen, wir machen erstmal ihn hier, weil der kann uns ja natürlich sofort beschießen. Zack, der ist schon down, Alter, ins Herz geballert. Need a better position. Mal ein bisschen näher ran. Oh, 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 oh. Das wird aber ein hässlicher Kampf, Alter. Oh je, nee. Keine Ahnung, ob wir das schaffen können. War mir jetzt nicht klar, dass da so viele Leute drin sind, Alter. Ich dachte vielleicht 2, 3, die hätten wir jetzt alleine gepackt, aber so viele. Jetzt probieren wir mal, schauen wir mal, was geht hier mit diesem Angriff, wenn ich den mache. Doch, das geht schon.
On it. Come here to me. Mind on. On my way. Wir müssen auf jeden Fall Deckung suchen. Deckung, aber wo können wir hier? Doch, hier können wir Deckung suchen, das geht. Man kann überall so hinter Kisten und so weiter kann man sich verstecken. Komm, wir haben noch genug, um noch einen wegballern. Das ist schon auch ein bisschen gucken, dass wir die Gegner dezimieren, das tut uns hier nichts. Wenn die ganze Zeit nur im Kreis laufen. Wir können uns auch heilen. Ein Medipack haben wir dabei. Nice, hat daneben geschossen. Man kann halt nur einmal pro Runde angreifen. Das ist halt. Ansonsten, man kann einmal laufen oder sich heilen. Oder. Jetzt tun wir uns mal heilen. Of course! Okay. Ballern wir ihn mal weg. Nice. Doch, doch, das schaffen wir schon, Alter. Wir schießen ja wie die letzten Holzköpfe. Oh, hab ich gerade gesagt, da hat der kleine Crit reingeballert, Alter. Machen wir ihn mal weg hier, der trifft das nicht so gut. Aber unsere Waffe ist auf jeden Fall nice. Aber jetzt auch nichts mehr zum Heilen. Das heißt, wir müssen jetzt Gas geben. Shit. Nochmal besser verstecken. Oh je. Du kannst mal hier noch verstecken, da ist der bessere. Das gibt so halbe Deckungen und volle Deckung. Je nachdem bringt das natürlich mehr. Können wir mal nachladen. Jetzt trifft er uns nämlich nicht mehr. Jetzt müssen wir halt so lange weitermachen, bis wir den einen hier platt haben. Doch, doch, den haben wir. Ah, fast. Noch zwei Treffer, dann sind wir auf jeden Fall down. Aber gut, es sind auch noch zwei Gegner. Mal zweimal gut treffen. Das geht nicht, Alter. The fucking sights on this are crooked. Der da auch noch rum. Ja, aber ich glaube, jetzt treffen wir besser, oder? Ja, Mann, nice. Ja, Mann, wir schaffen's, Alter. Komm, noch ein Treffer, dann haben wir's. Komm, mach ihn glatt. Oh. Noch 32 Leben. Alter, hier ist gleich Hard Mode, Alter. Hab ich jetzt nicht mitgerechnet. Au! Das gibt's doch nicht. Sight off. Oh, der trifft halt jedes Mal, ey. Immer nur so ein bisschen. Aber das reicht aus. Das geht nicht, Alter. Heavy, Alter. Come on. Jetzt mach ich noch weg. Ja, Mann. Nice. Ganz alleine haben wir es geschafft, Alter. Und eine bessere Waffe bekommen. Und 7 Verruf, 666 Geld. So, jetzt müssen wir es nicht übernehmen. Und dann machen wir, warte mal, Brauerei haben wir schon eine. Ich würde sagen, wir machen hier noch eine Kneipe hin. Natürlich mehr Alkohol verkaufen können. Ich mache immer die zufälligen Namen, die sind eigentlich ganz cool. Hey, sie hätten daraus eine Brauerei machen sollen, aber was soll's, wir nehmen ihre andere. Was? Nice.
Er muss sich auf jeden Fall jetzt erstmal ausruhen. Das heißt, wir laufen auf jeden Fall mal ganz ans Ende hier von dem Laden. Weil es könnte natürlich jetzt sein, dass Gegner reinkommen. Dann. Das ist nicht so geil. So, stellen wir uns erstmal hier hin. Of course. In die Ecke. Also, wenn jetzt Gegner kommen, kriegen wir uns nicht so schnell. So, und dann tun wir erstmal hier die Sicherheit verbessern. So, nochmal. Und dann natürlich Atmosphäre müssen wir verbessern. Und Rundpropaganda, dass mehr Kunden kommen. Ablenkung. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Eine Ablenkung reicht eigentlich für den Anfang. Wenn man dann jetzt hier so 3, 4 hat. So ab 3 würde ich sagen, dann muss man auch Ablenkung skillen. Dass halt die, falls die Polizei eine Razzia macht, dass die halt nicht viel finden. Ja, und da kommen schon die ersten Security-Leute. So, und jetzt schauen wir nochmal, ob wir jetzt günstiger Leute anheuern können. Ja, sind da auf jeden Fall ein bisschen günstiger geworden. 1000. Die beiden waren auf jeden Fall nice, weil die sind auch zusammen, die zwei. Beziehungsweise, nee, hab ich Quatsch erzählt. Also sie ist auf jeden Fall richtig krass, die habe ich schon gehabt, weil sobald sie hat nämlich die Eigenschaft kochendes Blut. Kann ich hier die Eigenschaften sehen? Ich glaube hier ja. Kochendes Blut. Hier 100% Chance kochendes Blut zu aktivieren. Immer wenn die eigenen KP, also Lebenspunkte, oder die Lebenspunkte eines Verbündeten unter 25% fallen, besteht die Möglichkeit, dass diese Person um sich schlägt und ein zufälliges Ziel angreift. Das ist richtig, richtig nice. Die hat dadurch einen zusätzlichen Zug. Und was bei ihr auch noch ziemlich nice war, genau, sie hat Wache. Diese Person geht zu Beginn eines Kampfes sofort in den Wache-Modus. Das heißt, sie, wenn der Kampf beginnt, tut sie schon Wachschüsse, fängt sie schon an zu schießen und ist da noch, also ohne dass sie ihre eigene Runde verbraucht. Markierung ist auch ganz nice. Wenn sie treffen, verursacht der Angriff Waffenschaden und verringert die Rüstung. Wir machen mal hier das mit Markieren, das war eigentlich auch ziemlich nice. Achso, das hat sie schon, oder? Tun sie auf jeden Fall mal anheuern. Und hier, genau, nochmal das Talent. Und der hier war auch ziemlich nice. Innerhalb von 10 Meter um einen verbündeten Charakter, der den gleichen Beruf ausübt, wird die Abklingzeit aller Fähigkeiten um 1 reduziert. Warte mal, was ist sein Beruf? Vollstrecker. Plus 20 Initiative, wenn sie im Kampf in der Unterzahl sind, das sind wir eigentlich immer. Plus 10% Chance, den Effekt zurückstoßen zu widerstehen, das ist auch nice. Was haben wir hier? Nervöse Reflexe. Minus 5% Treffsicherheit. Ja, das habe ich bei dem auf jeden Fall gemerkt, dass er selten nicht so gut trifft. Deswegen, der ist eigentlich am besten, wenn man ihn im Nahkampf einsetzt. Deswegen, den holen wir uns mal und dann geben wir ihm mal eine geile Nahkampfwaffe. Weil ich habe den immer mit einer Knarre benutzt und das war nicht so geil. Hat er auch nicht getroffen. Und er kann nämlich auch die Aggro von Gegnern auf sich lenken. Er ist eigentlich der perfekte Tank. Deswegen tun wir das hier mal weg. Ich meine, die normale Knarre können wir ihm ja lassen. Aber das tun wir mal weg, dieses Gewehr. Das braucht er nicht für sie besorgen. Ihm mal eine richtig geile Nahkampfwaffe. Und noch eine Rüstung am besten. Dann kann er nämlich richtig eskalieren. Genau, hier ist unser Hauptschau. Und sie kann nämlich richtig abgehen, sie kann nämlich Maschinenpistolen. Und das ist dann halt natürlich im Zusammenhang mit kochendes Blut oder so, ist das natürlich richtig, richtig geil, wenn die halt dann mit dem Maschinengewehr um sich ballert. So, die normale Pistole tun wir auch ablegen. Ich zeige euch auch gleich warum. Es gibt nämlich einen coolen Trick, den ich schon rausgefunden habe. Ihr könnt nämlich dieses ganze Zeug, was ihr nicht braucht, könnt ihr nämlich hier verkaufen. Ein gutes Präzisionsgewehr behalten wir vielleicht mal noch. Aber hier zum Beispiel diese ganz normalen Handfeuerwaffen.
Na, wo sind sie denn? Will do. Vielleicht waren die noch nicht. Achso, ich glaube, weil die erstmal, weil die halt noch nicht da sind. Jetzt noch warten, bis die da sind. So, auf jeden Fall jetzt hier beim Schwarzmarkt mal. Wir brauchen auf jeden Fall eine gute Nahkampfwaffe. Egal, geben wir ihm das Messer. Das ist zwar ein bisschen teuer, aber das geht bestimmt gut ab. Waffenzubehör. Plus 25 Treffsicherheit, aber kostet halt 5000. Das ist halt schon ein bisschen heftig. Aber vielleicht können wir noch ein paar Sachen verkaufen. Das wäre schon wichtig für ihn. Jetzt kann man nämlich, wenn man nämlich den in der Gruppe hat, kann man nämlich hier mit all seinen Charakteren gleichzeitig rumlaufen. Das ist richtig cool. Zack. Und was ich bisher nicht, was ich einen Fehler gemacht habe bei meinem Safe Game. Ich habe immer nur mit meinem Chef alle Aktionen gemacht. Und es gibt nämlich auch Nebenquests von den Charakteren. Und wenn man nämlich die dann mit dem Chef macht, dann kriegt man immer Beef, beziehungsweise sie ist zum Beispiel auch einmal, deswegen hat sie die Gruppe verlassen. Und ich musste sie wieder neu anheuern. Aber das ging auch erst nach ein paar Monaten wieder, also in den Ingame-Monaten. Man kann aber mit den Pfeiltasten auch die Charaktere wechseln. Das habe ich nicht gewusst. Das hat mir das Spiel nicht erklärt, das habe ich erst in den Steuerungen gesehen. Wohlstand ändert sich. Für den nächsten Monat gilt in Little Italy ein Vorzugsbonus für hochklassiges als auch Premium-Alkohol. Okay, das heißt, wir kriegen da auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle rein. So. Jetzt schauen wir nämlich mal. Hier, er kriegt das Messer. Das ist nice. Dann bräuchten wir auf jeden Fall noch dieses andere, weil es gibt ihm nämlich auch noch Treffsicherheit. Ich schau mal, ob ich jetzt das Zeug verkaufen kann. Hä, aber wo sind denn die Sachen hin, die ich abgelegt habe? Das ist ein bisschen ein Bug, Alter. Ein Tumult, aber es lohnt sich auch nicht. Wenn wir das verkaufen, haben wir immer noch nicht genug Geld. Und wir verdienen auch aktuell nicht. Ihr seht oben, seht ihr, wir machen gerade minus 100. Pro Woche ist das. Das heißt, wir müssen eigentlich ein bisschen weitermachen. Aber hier, Fuzzi ist halt auch ganz schön angeschlagen. Können wir uns noch wenigstens so ein Medipack leisten? Ja, hier kaufen wir mal noch 5 Stück. Die sind übel wichtig. Die sind echt richtig gute Medipacks. Da müsst ihr immer gucken, dass ihr da. Jeder Charakter sollte eigentlich immer auf jeden Fall ein Medipack dabei haben. Also ansonsten könnt ihr nämlich da auch noch diese anderen Items, die ihr findet, hier zum Beispiel dieses Heilwasser, das könnt ihr da auch noch mit verballern. Sie hat ein Medipack. Sie hat ein Medipack, super. Gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig als ja, aber unser Leben sind noch zu niedrig, als noch ein paar andere Läden zu überfallen. Wir können ja mal hier auf die Karte gucken, was da noch geht. Gut, wir sind jetzt von einer anderen Mafia, der wollen wir uns natürlich nicht schon anlegen. Oder hier werden jetzt auch ein paar Upgrades fertig, das heißt, da kann vielleicht auch bald mehr Kohle reinkommen. Und sie 5 Geschäfte, ansonsten gucken wir mal. Auftragsbuch, haben wir da noch was? Nee, wir müssen erstmal 5 Geschäfte haben. Jetzt die Upgrades auf jeden Fall fertig. Und hier seht ihr nämlich die ganze Stadt. Und so ist es nämlich noch okay, aber wenn ihr natürlich das auf maximal stellt, dann ist das viel zu viel. Dann habt ihr da Probleme beim Navigieren. So könnt ihr jetzt noch richtig cool zwischen den einzelnen Gebieten wechseln. Aber irgendwann wird es zu groß, wenn ihr die maximale Anzahl nehmt an Gebieten. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Sag mal hier, Little Italy. So, man kann nämlich hier auf der Karte, gibt es nämlich solche Taxi-Symbole. Das habe ich auch erst gar nicht gecheckt. Ich bin zu den Taxi-Symbolen hingelaufen mit meinen Leuten und so. Das war ein bisschen nervig. Man kann einfach draufdrücken und dann ist man sofort dort. Also überall auf der Karte und zu seinem Unterschlupf kann man jederzeit schnell reisen.
So, dann gucken wir nämlich jetzt hier mal ein bisschen rum. Wir müssen mal ein bisschen hier die Karte aufdecken in Little Italy und schauen, wo noch Läden sind, die wir übernehmen könnten. Das ist auch eine andere Mafia. Gehen wir mal hier hinter. Wo ist denn jetzt da? Gehen wir mal hier hinter. Will do. Also man kann auch hier über die Karte navigieren und kann sie einfach seine Leute da rumschicken. Frankie Donovan hat ein neues Talent, alles klar. Nach Aktivieren eine Aktion voll ausschöpfen und danach noch eine weitere Aktion ausführen. Das ist auch cool. Doch, das ist richtig nice. Rennen und schießen. Dann könnt ihr nämlich, kann man nämlich abhauen oder schnell hinkommen und dann trotzdem noch ballern. Wir laufen einfach mal hier ein bisschen rum. Luke Miller hat auch schon ein neues Talent freigeschaltet. Reduziert in Deckung allen erlittenen Schaden um 10%. Erhöht jedoch den Schaden außerhalb der Deckung. Das ist für ihn im Nahkampf natürlich nicht so geil. Das ist nice, Wache. Wache ist nämlich, da kann man nämlich, wenn jetzt Gegner sich so arg verschanzt haben, dass man die nicht treffen kann oder zu weit weg sind, dann kann man den Wachmodus aktivieren. Und sobald dann Gegner kommt, sich bewegt oder schießt oder so, dann tut man automatisch gegen einen Angriff starten, so kontern sozusagen. Beziehungsweise sogar schon vor kontern. Also man, das ist dieser Wachmodus. Was zur Hölle haben sie beim Viertel zu? Ja, ich will keinen Ärger, pipapo, das ist das gleiche wie vorhin. Aber ist hier keine freien Läden mehr in dem Kaff oder was? Doch, hier. Da haben wir eins. Am Anfang solltet ihr achten, ihr seht da, Schwierigkeit 1 von 5. Da solltet ihr am besten nur 1 oder höchstens 2 machen. Maria Rodriguez. Und zwar machen wir mit ihr hier Maschinengewehr-Ausbildung. Das ist für sie richtig nice. Wenn sie abgeht mit dem Maschinengewehr, dann macht ihr richtig Leute platt. Alles klar, rein. Der Boss ist zwar ein bisschen angeschlagen, aber geht schon. Ah ja, die mal platt. Man kann auch das auswürfeln lassen. Jedoch empfehle ich euch, wenn die Chance unter 80% ist, macht's lieber nicht. Also ich habe da echt schon gegen Gegner verloren, wo da echt so war. Und es stand 50-60% und alle meine Leute sind gestorben. Und ich habe das Spiel verloren deswegen. Nur weil ich da drauf geklickt habe. Deswegen, wenn es so ist, macht lieber immer die Kämpfe austragen. Ihr kommt sowieso besser davon. Nur wenn das wirklich über 80% ist oder so. So. Ihm gehen wir erstmal und gehen wir hier in Deckung am besten. Chef, dein Chef muss auf jeden Fall in Deckung gehen. Wenn er hier hingeht, ihr seht es da, ihr seht die Striche, von wo aus ihr getroffen werden könnt. Aber da ist gut. Da kann nur der eine uns treffen. Und auf den schießen wir jetzt auf. Vielleicht stirbt er sogar direkt. Dann kann er uns nicht nichts tun. So. Luke Miller. Stürmt mal vor. Und macht ihn mal hier mit dem Messer. Jo. Oh, nice. Wie er ihn absticht, Alter. Der Vorteil bei Nahkampfangriffen ist halt, dass man auch die Chance hat, dass man die Gegner so schwer verwundet sozusagen, dass sie dadurch betäubt werden. So, mit ihr gehen wir mal hier nach vorne. Schauen wir mal, kann sie noch auf jemand ballern? Doch, sie trifft noch jemand. Ah, fast. Fast ist er down. Smack these punks. Ich weiß nämlich, der Miller, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Der hat nämlich auch nachher eine Fähigkeit, dass sobald Leute in seinen Nahkampfradius kommen, er automatisch sie angreift. Also er war gerade dran. Das heißt, als nächstes ist er eigentlich. Er war auch. Aber gut, ich kann nur die beiden treffen. Bei ihm ist halt 75% Chance. Aber bei ihm 9% Crit. Machen wir erstmal ihn hier weg. Tschüss.
Ansonsten machen wir nochmal ihn hier, der müsste dann auch tot sein. Alright then. Ah! Und hier, ihn hier weg. Das finde ich übrigens cool, dass man mit seinen eigenen Leuten nur mit, also mit den normalen Attacken, klar, es gibt auch so viele Streuschüsse und so weiter. So wie das, was der jetzt gerade gemacht hat und damit, oh, kochendes Blut aktiviert bei Maria. Jetzt geht sie nämlich richtig ab. Ja. Sie ist nochmal, sie macht einfach weiter. Das ist halt richtig nice und das ohne ihre Aktion zu verbrauchen. Jetzt machen wir ihn hier. Warum kann er den anderen nicht treffen? Machen wir mal so. Ah, der trifft ihn nicht, Alter. Sights must be off. Mal ihn hier weg. Na, mach doch selber. Jetzt. Nice. Dann haben wir ihn schon mal down. I'll bash your head in. Das Problem ist halt auch, wenn Leute, wenn Begleiter sterben, dann sind die halt auch wirklich für immer tot. Jetzt gehen wir mit dem Boss hier rüber und tun ihn mal heilen. Sonst ist er nämlich hops, der Kerl. Der ist nämlich schon einer der guten Charaktere. Nice, er ist sogar dran. Das heißt, wir machen mit ihm auch gleich nochmal Medipack auf sich selbst. Und dann ballern. Aber ich sagen muss, das bringt nicht viel. Können wir angreifen? Doch, das, da kann er noch einen abstechen. Nice! Alter, wie geil! Also voll abgestochen. Hier gehen wir mal hier rüber, weil sonst kann der uns da drüben nicht flankieren. Komm hier, abstechen. Und mit ihr nochmal einen Feuerstoß. Alter, wieso treffen die denn alle so schlecht? Das kann doch nicht sein. Der bringt den jetzt um, oder? Ne, er haut ab, Gott sei Dank. Ah, der schießt noch, oder? Ne, er schießt nicht. Frankie, hier rüber. Jetzt. Komm mal im Blatt, Alter. Gibt's da nicht. Jetzt, tschüss. Super gut. Oh, Brechstange, die ist auch nice. Deswegen, ihr solltet auch so gucken, dass eure Charaktere immer alle einen Nahkampf-Waffe haben. Was können wir hier machen? Ja, das ist alles zu teuer. Geil wäre natürlich noch eine Brauerei. Aber deswegen, ich würde sagen, wir tun es lieber plündern. Dann kriegen wir nämlich Geld. Da, 252 und noch ein Erste-Hilfe-Set. 250 ist jetzt auch nicht so viel, aber trotzdem besser wie nix. So, er hat schon die Waffe. Dann machen wir mit ihr hier noch die Brechstange. Wir brauchen für ihn unbedingt hier eine Rüstung. Das ist halt echt mies ohne Rüstung. Nochmal hier, können wir noch was verticken beim Schwarzhändler. Das ist alles nicht so geil. Auf jeden Fall müssen wir wieder Dings ausrüsten. Erste-Hilfe-Sets. Gut. Schauen wir auf die Karte. Was geht da noch? Haben wir noch irgendwo was? Da ist Polizei, aber ich glaube, mit Polizei haben wir bisher noch keinen Ärger.
Gehen wir mal hier weiter. Hi, Mane. Seit am Anfang muss man halt erstmal seine eigene Nachbarschaft ein bisschen erkunden, dass man halt sieht, wo man ein bisschen was machen kann an Kohle. Meiner Erfahrung nach, sobald man einmal ins Minus rutscht, hat man eigentlich kaum Chance, da nochmal hochzukommen. Da muss man so viel verkaufen und so weiter. Höchstens halt mit Items, das ist so ein bisschen ein Trick. Wenn ihr dann halt viele Items habt, dann könnt ihr die halt verticken. Aber dann könnt ihr eure Begleiter nicht mehr bezahlen, dann verlassen die euch auch irgendwann. Und das Problem ist, die können natürlich auch von anderen Mafias angeheuert werden, dann könnt ihr die auch nicht mehr wiederholen. Das ist dann schon richtig mies. Und die nehmen halt auch das ganze Zeug und so nehmen sie natürlich auch mit, was sie hier im haben. Also wenn ihr den da, wenn ihr die fett equipped habt und die dann sterben oder von einer anderen, beziehungsweise euch verlassen und einer anderen Gang sich anschließen, dann sind die Sachen halt auch weg. Und dann stehen die euch demnächst auf der Straße gegenüber und ballern euch mit euren eigenen guten Waffen über den Haufen. Das ist natürlich richtig mies. Hier noch durch. Aber so viel geht hier gar nicht, glaube ich. Okay. Doch, da ist noch ein Laden, den wir übernehmen können. Rein da. Yes, sir. Ja, 57% Chance, das ist okay. Oh, Frankie geht direkt nach vorne, Alter. Direkt da die Boys da wegballern. Komm mal weg. Ah, so trifft der denn immer so schlecht? Jetzt sehen wir mal wieder Nahkampf. 10-4. Nice. Sie hat 63% Chance, ihn zu treffen. Komm. Nice. Ersten Name down. Wipe about. Oha. Gonna mess you up. Alter, wie weit können die Nahkampfangriff machen, ey? So. Gehen wir mit ihm erstmal wieder hier hinter. Sein hier. Da kann nämlich den einen treffen, aber von den anderen nicht getroffen werden. Und dann machen wir nämlich ihm hier den berühmten Wachmodus. Das heißt, sobald da einer um die Ecke kommt, tut er ihn wegpratzen. So. Und mit ihm hier, Nahkampf gegen ihn. Und sie tut ihn wegballern. Tschüss. I'm coming for you. Schade, dass Donny die nicht gesehen hat. Hätte man vielleicht doch die andere Position nehmen müssen. I'll handle Maria Rodriguez hat wieder kochendes Blut. Jetzt tut sie alle wegballern. Da ist schon ein weggeballert. Alter, die geht so ab. Ohne Scheiß, die ist am Anfang so OP. So, also wir hätten mit ihm hier hingehen müssen. Na, geh doch hier rüber. Oder wenn wir hier hingehen, an der Wand. Ne, kann keinen treffen. Das ist echt mies. Da machen wir ihm auch Nahkampf jetzt, komm hier. Ne, trifft nicht. Er nimmt mal ein Medipack auf jeden Fall. Auf sich selbst. 10-4. Und dann hier nochmal mit dem Messer rein. Komm. Right. Nice. Hops genommen. Sehr gut. Mal übernehmen. Ja, wir könnten noch eine Kneipe machen. Komm, wir machen noch eine Kneipe. Wir brauchen die Kohle. Was sollen wir machen? The Teller. Yeah, the first round's on me. Scheiß drauf, bringen. Ein Brief ist für Sie gekommen. Darin steht, bringen Sie Ihren Lütten mit und treffen Sie Ihre Kontaktperson beim Rusty Nail in Little Italy. Er wird einen Anzug tragen.
Scheiß drauf, kriegen wir es hinter uns, okay? How you doing? Hier sind Ihre neuen Gebäude in Little Italy aufgefallen. Planen Sie etwa eine Übernahme? Dann wäre ich nämlich ziemlich angepisst. Aber wir müssen nicht streiten. Geben Sie mir $4,500 und es bleibt alles wie gewohnt. Ich gebe Ihnen mein Wort. Wir wollen doch beide das Gleiche. Ein Wettbewerb hat noch niemand geschadet. Machen wir, probieren wir mal das. Ein Brief aus der Heimat. Right away. So, zum ersten hier noch. Sicherheit auf jeden Fall aufleveln. Direkt beschleunigen. Machen wir mal hier noch. Ah, das wird zu knapp mit der Kohle. Schauen wir mal, können wir im Schwarzmarkt noch was verticken. Hier tun wir als Präzisionsgewehr verkaufen. Wir brauchen die Kohle einfach. Das ist am Anfang so wichtig. Hier diesen Magenbitter können wir noch verticken. Das sind alles nur so Kleckerbeträge, aber das reicht aus, um hier. Machen wir mal hier Mundpropaganda verbessern. So, schauen wir mal, wo müssen wir hin? Ja, so viele Dinge, Alter. Nach Zusammenarbeit mit einer anderen Figur, die ebenfalls die Eigenschaft Einwanderer besitzt, hat sich Maria Rodriguez den Spitznamen Old Country verdient. Okay, ja, das sind auch solche Titel, die sie verdienen können. Sicherheit wurde verbessert bei Rusty Nails, also gehen wir mal rüber. Und hier können wir eigentlich noch Dings machen. Atmosphäre verbessern. Schauen wir mal, was uns da bei Rusty Nails erwartet. Es sind auf jeden Fall andere Aufgaben, als ich mit Alphonse Capone machen musste. Das finde ich auf jeden Fall cool. I'm on it. Okay, müssen wir mit den Leuten reden, ne? Oh, Danny Boy, the pipes are calling. Trinken Sie was mit mir? Ein andermal vielleicht, okay. I'm on it. Das ist nicht. I'm on it. That's the way it's done. Ich würde gerne einen Nicht-Angriffspakt mit Ihnen eingehen. Ja, ich nehme das Angebot an. Halten wir uns den Rücken frei. Warum nicht? Am Anfang muss man echt ein bisschen klein bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, aber was sie auch suchen, ich kenne einen Typen, der einen Typen kennt. Ich kenne selbst einen Typen, der einen Typen kennt. Sure thing. Nice. Der hat doch keinen Anzug, Alter. Siehst du, der kommt im Anzug, oder? Frankie? Meine Güte, Liam. Du bist mein Kontaktmann, es ist echt schön, dich wiederzusehen. Natürlich, klar, ist mein Bruder Tom nicht als Held für die gute Sache gestorben und mein Bruder Frankie musste aus Irland fliehen, um dem Zorn unserer Unterdrücker zu entgehen. Und hier ist er nun, in der neuen Welt, immer noch bereit, für die Freiheit zu kämpfen. Das ist ganz sicher das einzig Richtige. Das fasst es ganz gut zusammen. Was hast du denn so betrieben? Ja, ich habe mir ein kleines Geschäft aufgebaut. Ein Geschäft? Nicht schlecht. Du bist offensichtlich beschäftigt. Das erklärt, warum du mir nicht geschrieben hast. Du warst schon immer gut darin, mit deinen Händen zu arbeiten. Du stehst sicher mit beiden Beinen im Leben. Händen und Beinen, ne? Jedenfalls hast du immer noch deinen Sinn für Humor. Also, wo sind die Maschinengewehre? Tommy Guns, um Tommy zu töten. Um Tommys zu töten. Wir sind in meiner Brauerei in Little Italy. Da kann man von hier aus zu Fuß hinlaufen. Wir sehen uns dort. Deine Brauerei? Aber das ist doch verboten. In was bist du verwickelt? Gehen wir einfach, Liam. Ich würde da gar nicht. Alter, der will es bestimmt abfacken, Alter. Schon so ein kleiner 31er. Right away. Auftrag abgeschlossen. 10 Verruf, sehr gut. Right away. Sieht aus. Ja, 3 Sicherheit, das ist super. It's already done. Sie brauchen mehr Kunden in den ETD. Wenn Sie mehr Kunden in Ihr Geschäft locken möchten, müssen Sie diese Geschäfte
werden. Erwägen Sie, Ihr Ambiente zu verbessern, Mundpropaganda zu betreiben oder einfach noch mehr Geschäfte zu übernehmen. Ja, machen wir doch. Dann gehen wir rüber zu unserer Brauerei. Ah, ich glaube, der Typ ist ein 31er, Alter. Was interessiert er sich dafür, Mann? Maria, Maria. Hi, Mane. Ja, 200 Euro pro Woche, 200 Dollar pro Woche, das ist schon ganz gut für einen Anfang. Digga, wie weit ist das denn? Egal, können wir die Karte noch ein bisschen aufdecken. I'm on it. Ups. Ich find's halt echt cool, dass man halt auch wirklich hier so mit seinen Charakteren so richtig rumlaufen kann und so. Trotzdem aber auch über die Karte alles regeln kann oder über Menüs. Das ist echt cool. Dann hier, was los? Also, hast du mit diesem ganzen Wohlbiot-Quatsch zu tun? Was hast du die ganze Zeit getrieben? Ich brauche deine Zustimmung nicht, Liam. Ich selbst trinke ja nicht, deswegen verstehe ich nicht, was der ganze Aufstand soll. Gehen wir einfach hinein. Je schneller du deine Waffen für die Sache nach Hause bringen kannst, desto besser. Not a bother. Nein. Aha, hier, Hinterhalt. Also wir könnten das jetzt mal per Zufallskampf machen. Das sind 79%, das geht schon. Was wollen wir jetzt machen, Alter? Aber geht nicht, weil das ein Storykampf ist, wahrscheinlich. Deswegen, jetzt kommt es uns zugute, dass wir vorher so viel Sicherheit investiert haben. Sonst wären wir nämlich jetzt nur hier mit zwei Leuten oder so, mit zwei billigen Leuten. Jetzt haben wir nämlich schon vier richtig gute Leute am Start. Und die kämpfen mit uns. Das finde ich auch voll cool, dass wenn man die Security dann auch ganz normal steuern kann, wie seine eigenen Charaktere. Gehen wir jetzt immer hier in Deckung. Trifft sie jemand? Da drüben. 47%. Ja, da kommt ein Querschläger, sitzt bestimmt. Prozent war daneben leider. Hier. Ich werde immer gucken trotzdem. Ich meine, klar, das sind jetzt nur drei Gegner, die kann man auch einfach wegklicken. Aber immer wenigstens, dass die Leute in Deckung gehen. Das ist schon wichtig. Das kann natürlich auch sein jetzt, wenn wir jetzt hier diesen Storykampf geschafft haben. Oder halt auch so diesen Kampf, selbst wenn es jetzt andere Kämpfe sind, wo jetzt nicht story-relevant sind. Dann kann es natürlich sein, dass dann schon der nächste, weil wenn man natürlich mit mehreren Mafias verfeindet ist später, dann kann natürlich sein, man hat einen Kampf gerade geschafft und nach ein paar Minuten kommt schon die nächsten Fuzzis rein von einer anderen Gang. Und dann hat man halt keine Chance mehr, weil die Leute halt fast alle tot sind. Oh, der hat ihn gut getroffen. Wen haben wir hier? Achso, Liam Donovan. Okay, das ist sein Bruder, Digga. Hab ich gar nicht gecheckt. Gehen wir mal ganz hier vor, dann klar, je näher er dran ist, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit. Aber von hier aus trifft er auch nicht. Ja, egal, dann lebt er auch wenigstens. Dann gehen wir mal hier vor, dann können wir den da flankieren. Zack, zack. Tschüss, das war's. Das Zeug. Of course. Gut. Boah, Gott sei Dank sind sie hier, wir wurden überfallen. Scheiße, wie viel Schnaps haben sie denn erwischt? Keinen. Die haben nur die Waffenkisten genommen, die wir versteckt hatten. Boah, das ist ja auch schlecht.
Also Waffenkisten sind weg. Diese beschissenen. Ich brauche sie alle. Ich bring sie alle um. Du hast noch nie jemanden getötet, Tiam. Das macht man nicht so einfach. Was meinst du? Was ich hier gemacht habe, sie mit den Steinen zu bewerfen oder was? Als ob du jemanden getroffen hättest. Meine Marschi ist besser. Fick dich, Frankie. Ich hab getan, was nötig war. So wie du und Tom auch. Guter Mann, ich wusste, dass du das kannst. Und was jetzt? Ich kann mich nicht weiter daran erinnern. Dieser Scheiß hat mich bereits mehr Zeit gekostet, als ich reinstecken wollte. Ihr habt genug zu tun. Wirklich, so einfach ist das? Du würdest einfach alles, wofür wir kämpfen, hinter dir lassen? Ich schaff das alleine nicht, Frankie. Ich kenne hier niemanden. Ich brauche deine Hilfe. Ach Liam, ich lass doch meine Familie nicht im Stich. Wenn du mir hilfst, die Waffen zu besorgen, kann ich dir Geld beschaffen. Das wird deinen Geschäften helfen, oder? Ja, wie viel? $1,000! Wenn du sie nach Hause schickst. Ich bin mir sicher, die Rebellen haben da ein paar mehr Pennies auf dem Dachboden. Ja, okay, $2,000. Okay. Ich weiß, wer mir helfen könnte, die Waffen zu finden. Hab da von einem Typen gehört, der leitet einen Taxibetrieb. Als wär's ein Spionagebund. Nice. Ja, da müsst ihr aber auf jeden Fall am Anfang gucken, dass ihr richtig fett Kohle macht. Gerade solche Dinger hier, mal $2,000, da mal $1,000 extra. Das bringt richtig, richtig viel. Wenn ihr die natürlich dann wieder in Upgrades für eure Läden investiert, dann könnt ihr da ziemlich schnell über $1,000 pro Woche generieren. Und dann könnt ihr auch einfach mal euch zurücklehnen und einfach mal das Game eine halbe Stunde laufen lassen und dann kriegt ihr richtig fett Kohle und könnt dann wieder richtig gut Geschäfte übernehmen. Aber am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Wir schauen mal, was haben wir hier. Gehen wir hier rüber. Ja, wir laufen selber. Let's go. Right away. Also Bugs kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren, weil ich weiß, ich hatte am Anfang gelesen, dass da einige Bugs gab. Aber mir sind jetzt nicht so wirklich welche aufgefallen, zumindest keine spielrelevanten. Hier und da mal so ein bisschen so buggy, dass so ein NPC geglitscht hat oder so. Sie führen automatisch einen Nahkampf-Counter-A gegen einen Charakter aus, der sie im Nahkampf angreift. Das ist natürlich nice. Ja Mann, das machen wir auf jeden Fall. Das ist perfekt. Weil wenn wir so nämlich in Nahkampf gehen und dann Gegner auch uns mit Nahkampf angreifen, dann tut er nämlich automatisch kontern. Ohne dass er eine Aktion dafür verbraucht. Den haben wir hier am Start. Mr. Donovan. Sal, Taxi Sal, ich habe gehört, Sie wären ein Mann, der Dinge weiß. Ich weiß genug. Ich habe mein Ohr am Untergrund. Überall in der Stadt höre ich von Ihren Unternehmungen. Wie geht's Ihrem Bruder? Gut, ich hoffe, Sie können mir bei einer Sache helfen. Ich habe gehört, dass Sie eine Kiste mit Tommyguns hatten und jemand sie gestohlen hat. Ich nehme nicht an, dass Sie zufällig wissen, wer es war. Nicht so ohne weiteres. Ich höre mich mal um für einen Preis von $500. Ja, komm. Wegen $100 müssen wir nicht Einschüchterung machen. Nachher sagt das uns gar nicht. Komm, $500 haben wir. Ich melde mich dann. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay. Verrufsbonus. Nice. Also Verruf ist so wie ein Level-Up. So, schauen wir rein, haben unsere Leute alle noch Medipacks? Er hat kein Medipack mehr. Auf jeden Fall noch eins reinknallen. Ja, Kerl, schauen wir gerade nicht so viel. Schauen wir, hat es hier noch einen Laden, den wir überfallen können? Der da. Nice, rein. Das ist halt am Anfang, ist es halt so ziemlich die einzige Möglichkeit, wie man Kohle machen kann. Halt andere Läden überfallen. Was anderes geht da leider nicht. Ja, mit ihm gehen wir erstmal hier hinter. Dann hat er bessere Deckung. Da
80% Crit. 80% Trefferchance. Nice. Nach dem Erzielen von 10 Kills mit Gewehr wird der Frankie Donovan die Eigenschaft stabiles Zielen verliehen. Sehr gut. Und er hier macht mal ihn hier weg. Da. Ein Messer. Sehr gut. Und Maria Rodriguez. Hier müssen wir erstmal an den Start kommen. Sie ist noch gar nicht am Start. Sie ist da im Nebenraum. Hat sie sich verschanzt. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier rauskommen. Ihr seht hier, der weiße Bereich, den könnt ihr gehen und dann noch eine weitere Aktion ausführen. Wenn ihr aber in den gelben Bereich geht, dann verbraucht das direkt zwei Aktionen. Also dann kann sie nichts mehr machen. Es sei denn, sie hat irgendeine Bonusfähigkeit. Ah, da drüben ist auch noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Daneben. Nachdem der Angriff eines Gegners daneben ging, hat sich Frankie Donovan den Spitznamen Lucky verdient. Nice. Mal hier entfesselte Wut. Oh, das geht ab. Mach ihn weg. It's already done. Come here, nice. Oh, geil, Mann. Das ist so nice. So, mit ihm hier nochmal abstechen. Right. Und sie ballert auf ihn hier, die müsste ihn ganz wegkriegen eigentlich. Na gut, ein Treffer. Gut. Oh, damn it. Oh, er ist tot, Alter. Der ist wirklich tot. Gibt sie jetzt wirklich tot, ey. So ein Fuck. Unser Tank ist tot. Das bedeutet, er ist wirklich tot. Also es gibt hier, ich habe zumindest bisher keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht kommt sie ja auch irgendwann im Laufe des Spiels, aber bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, gestorbene Charaktere wiederzubeleben. Deswegen, man hat auch sofort verloren, auch kurzläufig in Rotflinte. Das wäre natürlich richtig nice für ihn gewesen. Huckmüller ist gestorben. Ja, richtiger Abfall. Wir tun das Ding hier plündern, wir brauchen mehr Kohle. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir uns nochmal einen Charakter suchen, der wohl im Nahkampf gut ist. Schauen wir mal. Hier liegt nämlich das schwarze Büchlein. Da sind nämlich die ganzen Leute drin. Und ich glaube, er hier war eigentlich noch ganz nice, aber der ist auch zu teuer. Nahkampf. Ne, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Müssen wir noch ein bisschen mehr Kohle machen. Ich nehme an, gemeinsam werden wir stärker sein. So. Das haben wir schon geplündert. Da können wir noch eins plündern. Reagan Coles bittet sie um ein Gespräch. Ich denke, sie sollten die Geschäftsvereinbarung mit beenden. Nein, Mann. Krater uns erst mit dem angefreundet, jetzt soll ich dem schon wieder zum Teufel jagen oder was? Nichts da. Gehen wir mal hier rüber, würde ich sagen. Ahne. Können wir gucken. Können bestimmt noch was beim Schwarzmarkt verkaufen. Hier die Schrotflinte machen wir weg. Da haben wir noch diese kurzläufige Schrotflinte, das ist diese Revolver, die machen wir weg. Da die Schrotflinte heben wir auf. Dann das Messer. Ah cool, auf jeden Fall, wenn Leute sterben, dann bleiben die Sachen wenigstens da. Das ist natürlich nice. Ja, da können wir genug Kohle zusammenbekommen, dass wir nochmal jemanden anheuern können. Und zwar würde ich nämlich ihn hier anheuern. Der ist nämlich, glaube ich, auch ganz gut im Nahkampf. Der benutzt nämlich auch Schrotflinten. Anheuern. Alright, boys. Neues Talent. Let's do this. Feuern Sie einen Warnschuss auf das Ziel ab. Dieser sorgt dafür, dass das Ziel sich von seiner aktuellen Position entfernt. Werfen Sie ein Messer auf Ihr gewähltes Ziel. Nehmen wir mal das. Das ist nice. That's swell. So, und dann geben wir nämlich ihm hier die dicke Schrotflinte.
und noch das Messer. Und hier haben wir leider nichts mehr sonst. Dann geben wir immer noch hier so ein Heilkräuter. Na klar, mit einer Schrotflinte muss er natürlich auch näher ran an die Gegner, um gut zu treffen. Maria Rodriguez hat ein neues Talent. Rennen und Schießen, das ist nice. Bauchschuss. Ja, Bauchschuss ist nicht so geil, weil da muss sie natürlich in Nahkampf. Das ist natürlich für sie blöd. Ja. Natürlich auch einsammeln hier, unseren Kollege. Zack. What's the crack? Of course. So. Und oh, speichern. So. I'm on it. Oh, wo war das Gebäude? Ah, hier drüben sind wir eine zu früh abgebogen. Aber man kann auch einfach draufklicken, dann laufen die selbstständig dahin. Deswegen ist eigentlich ganz cool geregelt. Eine Nachricht von einer ihrer Wachen im Buccaneer in Little Italy. Mr. Donovan, Sir, hier ist ein seltsamer Mann, der nach Ihnen fragt. Ich weiß schrecklich viel. Der weiß schrecklich viel über mich. Ich bin sofort da. Okay. Da können wir uns gleich hin teleportieren, aber ich würde erst noch hier diesen Laden plündern, dass wir noch ein bisschen mehr Kohle machen können. Ansonsten hier haben wir noch. Seht ihr, das sind schon einige hier in unserem Viertel, die da abgehen. Let's go. Moving, got him. Frankie ist als erster dran. Mit ihm gehen wir mal hier rüber. Dann können wir hier einen wegballern. Tschüss. Mit ihm würde ich sagen, gehen wir mal hier vor. Ich glaube, da kann er mit seiner Shotgun richtig gut treffen. Jo. Super. Man kann auch da auf diese weißen Felder laufen, dann verlässt man den Kampf. Das kann man auch machen, man kann auch fliehen. Aber wer will das schon? Oh, und sie kann ihn hier wegballern, sehr gut. Zwar nur 32% Trefferchance, aber ich glaube, doch, doch. Irgendwas. Gonna mess you up. Nix, nice. Hat nicht getroffen. Okay, do with this. Haben wir ihm hier den Rücken frei? Sehr gut. Gehen mit Imi hier hin, weil sonst kann uns nämlich der andere da gleich den Rücken reinschießen, das ist nicht gut. Und hier. Bams. Ah, shit. Now! Sie geht mal hier rüber. Ich glaube, von da aus kann sie ihn ganz gut treffen. Oder? Gehen wir mal. Ja, geht. Nice. Tschüss. Das war's mit ihm. Trifft ihn hier nicht. Aber von hier aus, glaube ich. Von hier aus müsste es gehen. Nice. Den Hammer. Tschüss, das war's. Geil, ohne Leben zu verlieren. Und wir haben eine Tommy Gun und eine automatische Shotgun und 650. Das ist richtig viel für so einen kleinen Laden. Übernahme natürlich zu teuer, aber wir können ihn noch plündern, dann kriegen wir noch mehr Geld. Oh, das ist richtig nice. Noch eine bessere Machine Gun. Das ist richtig gut für Maria. Hey there. Zweiter, ich gebe ihnen gar nichts, überlegen. Ne? Überlegen sie sich ihren nächsten Schritt gut, sie werden die Konsequenzen selbst tragen müssen. Was ist los, Digga? Wir sind doch verbündet, Alter. Jetzt will er auch noch den mit dem Beef machen, oder was? Schauen wir mal, haben wir eine bessere Knarre? Modell 162 Damage. Ne, da ist das besser.
Aber hier für sie haben wir auf jeden Fall eine bessere Knarre bekommen. Ja, Mann, die ist nice. Da noch was, nix mehr. Munition. Auch nur die. Okay. Okay. Dann tun wir uns rüberporten zu unserem Unterschlupf. Das ist nämlich auch das Nice. Man kann sich jederzeit zu seinem Unterschlupf wieder zurückporten. Da muss man nämlich nicht so weit laufen. Hier, und zwar, hier reisen nach. Da ist man direkt hier. I'm on it. Und dann kann man direkt hier rein zur nächsten Mission. Not a problem. Mahlzeit, Mr. Donovan. Salamancha. Sehen Sie, ich kann auch den Namen von Leuten herausfinden. Ich habe einen Hinweis zu Ihren Tommyguns. Aber auch noch etwas anderes, das Sie interessieren könnte. Frankie Jail ist aus Brooklyn hier und bereitet sich auf einen Krieg vor. Er würde einen hohen Preis für die Waffen zahlen, bestimmt deutlich mehr, als Sie von Ihren mittellosen Rebellen bekommen würden. Kommt gar nicht in Frage. Bedenken Sie, was Sie mit all dem Geld tun könnten. Sie könnten sogar Ihrem Bruder helfen. Wo sind die Waffen? Die Waffen sind in einer Bruchbude in Little Italy. Ein paar Unabhängige, die sich einen Namen machen wollen, werden nicht mehr kampflos aufgeben. Wenn Sie sie haben, kommen Sie gegen Frankie Jails Angebot zu mir. Sie haben sich ihr Geld verdient, Sir. Also gut. Liam sollen wir uns treffen. Ist der am Start? Hier drüben gibt es ein Taxi. Nee, leider kein Taxi. Nur da, aber das ist jetzt nichts. Dann let's go hier rüber. Auf jeden Fall mal hier noch gucken. Ja, ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen mehr Kohle hätten, könnten wir da die Sicherheit noch verbessern. So, 75, ihr seht es da, 75 Sicherheit ist halt, das braucht man schon, meiner Erfahrung nach. Mit 50 Sicherheit ist noch knapp, das schaffen die Gegner noch. So, ab 75 Sicherheit wird es sehr unwahrscheinlich, da muss man schon einen richtigen Bandenkrieg angezettelt haben, dass da wirklich eine ganze Übermacht kommt. Na gut, wir kriegen ja jetzt gleich 2000 wahrscheinlich. Warte mal, reicht die Kohle? Doch, das reicht. Nice. Schauen wir noch beim Schwarzmarkthändler, können wir noch was verticken. Tommy Gun können wir verticken, automatische Shotgun, die tun wir verticken. Und da diese Knarre tun wir auch verticken. Bandzeug weg. Super. Noch ein bisschen mehr Kohle. Noch Kaffee überhaupt? Oh, ein Schluck. Ah. So, wo ist Mr. Liam? Mr. Liam, was geht? Frankie, was machst du denn hier? Warum bist du nicht im Unterschlupf? Ich wollte deine Etablissements sehen. Das hier gehört also dir? Alles meins, was willst du trinken? Ich? Wie ist es so? Probier's aus und du weißt es. Nein, nein, das ist nichts für mich. Und das ist also die Art von Geschäfte, die du jetzt betreiben willst, ja? Klar, wenigstens ist es meins. Du hast also einen Hinweis, wo die Waffen sind? Woher hast du die Informationen? Aus einer verlässlichen Quelle. Ich vertraue den Leuten nicht, mit denen du zu tun hast. Sie haben keinen moralischen Kompass. Holen wir jetzt die Waffen oder nicht? Deine Waffen? Nun, wenn du mit deinem Beruf nicht so beschäftigt bist, würden die Leute zu Hause wohl reagieren, wenn ich ihnen erzähle, was du hier so treibst. Schwing hier keine Reden. Wenn du nicht mein Bruder wärst, hättest du dir schon längst eine Kugel eingefangen. Und wo ist es? Little Italy, let's go. Schade, dass man den Liam dann nicht als spielbaren Charakter nehmen kann. Das wäre cool. Na cool, den haben wir sogar schon freigeräumt. Ist da ein Taxistand? Doch, hier hat es einen Taxistand. Das ist eine Abkürzung. Right away. Dann laufen wir nämlich hier rum. Frankie Donovan hat ein neues Talent.
besteht 50% Chance, dass ein Wachschuss einen weiteren Schuss auslöst, wenn der vorherige erfolgreich war. Aber ich glaube, er hat keine Wachschüsse. Erwidern sie automatisch das Feuer mit ihrer Sekundärwaffe, wenn sie angegriffen werden. Ja, aber... Doch, wir haben eine Sekundärwaffe sogar. Nice, das machen wir. Deswegen, ich gucke, dass ich immer solche automatischen Fähigkeiten nehme, weil die bringen uns natürlich zusätzliche Aktionsmöglichkeiten. Man, klar, man kann sich auch da super gute Attacken und sowas aussuchen, aber man kann halt immer sowieso nur eine Attacke pro Zug machen. Und ob ich dann den mit der Pumpgun ins Gesicht baller oder da irgendwie so einen Feuerwirbel mache, das tut sich meistens nicht viel Unterschied im Damage da waren Gegner. Aber wenn ich natürlich zweimal schieße, dann macht das natürlich schon einen Unterschied, oder dreimal. So wie Maria eben mit kochendes Blut, habt ihr ja gesehen, da hat sie ja einen Gegner komplett gekillt. Kurz bevor er dran war. Ah. In Italy gehen wir. Right away. Quatsch, mal hey. Officer Donovan, kennen wir uns? Ich bin Anton. Sie haben bei mir eine Razzia durchgeführt, in Italy. Klingelt da was? Ich bin selbst schuld, dass ich darauf reingefallen bin. Und Sie sind inzwischen auf dem aufsteigenden Ast und das respektiere ich. Ja, wir müssen alle mal Lehrgeld bezahlen. Ich muss jetzt hier rein, könnte ich da mal vorbei? Ich werde Ihnen nicht im Weg stehen, es ist schließlich nicht wert, wegen ein paar Waffen draufzugehen. Sie sind kein Narr, Antoine. Bis dann, Officer, bleiben Sie sauber. Dann rein hier. Can do. Geht aber, glaube ich, nicht, weil wir das vorher schon geplündert haben. Wie lang ist das noch aktiv? 10 Tage bis zur Wiedereröffnung, okay. Können wir vielleicht noch was anderes einnehmen? Ja, dann können wir in der Zeit bis da drüben noch einnehmen. Was machen wir mit ihm hier? Bei allen Nahkampfangriffen besteht die Chance, werfen sie eine Axt, Maschinenpistolen. Nahkampfangriffen besteht die Chance, einen zusätzlichen Gegenstand zu stehlen. Das ist natürlich auch nice, das machen wir mal. Weil mehr Gegenstände, mehr Kohle. Ich habe ja gesehen, wie gut man die verkaufen kann. Auf dem Schwarzmarkt. Ja, machen wir jedes noch weg, das Gebäude. Aber das ist auch zu weit weg von unserer Base, deswegen würde ich sagen, auch lieber nur plündern. Guck mal hier die Kamera ein bisschen hoch. Ja, gar nicht. Let's go. Wachschuss, oh, wie sie abgeht wieder. Maria, Maria. So, Frankie ballert erstmal hier ihn da in den Hals rein. Tschüss. Und er hier macht einen Streuschuss mit der Pam. Oder? Ah, ne, bringt nichts, ist zu weit weg. Dann machen wir hier Wache. Wir machen Wache und sobald die sich bewegen da drüben, knallt er die weg. Und Maria. Schauen wir mal, da drüben ist auch noch ein Gegner. Und vergehen wir mit ihr erstmal hier in Deckung. Das ist immer wichtig, erstmal Deckung suchen. Und dann können wir hier ihn, glaube ich, noch wegballern. Das sieht gut aus. Ja, Mann, nice. Und jetzt seht ihr nämlich den Wachmodus. Jetzt wartet, schaut, wenn der nächste Charakter dran ist. Er läuft dahin und er hat ihn gesehen und knallt ihn automatisch ab. Also, und er macht nichts. Er bleibt da, er hat seine Aktion verloren. Das ist natürlich richtig nice. Tschüss. Donny mittlerweile richtig gut. Und schießen. Gehen wir hier hin. Oh, er trifft sogar. Probieren wir mal. Ist zwar weit weg für eine Pump, aber. Doch, boah! Kritisch getroffen sogar, Alter, wie krass. Gehen wir mit ihr mal hier hin. Da kann sie, glaube ich, besser schießen. Ne, kann sie nicht schießen, schade. Dann machen wir mit ihr hier das da, dann kriegt sie wenigstens auch weniger Schaden. Sich hin, besser hinhocken.
klein machen. Und Donny macht weg. Achso, der trifft er nicht. Na, wo ist der andere Typ? Vielleicht von hier aus, das könnte sich gut aus. Die Position müsste gut sein. Doch, der trifft. Das war's. Tschüss. Nice. Yeah, we did it. That's what I'm yeah. fucking talking about. Ah, wir tun nur plündern, wir brauchen noch mehr Kohle, Alter. Da haben wir auch noch eine MP gefunden, alles klar. So, dann haben wir schon 2000. Wenn wir jetzt noch gleich die Mission abschließen, dann kriegen wir nochmal 2000, dann haben wir richtig gut und dann können wir damit dann wieder ein Geschäft übernehmen. Vielleicht eigentlich sogar das hier. Können wir eigentlich sogar übernehmen. Das ist wieder frei. Nee, wie lange dauert es noch? Noch 6 Tage, okay. Das hier ist Level 2. Da sind Bullen unterwegs. Ich werde da sein, wo? Ah, das ist ja direkt hier. Ah, dann gehen wir direkt mal zu dem Gespräch. Gespräch beginnen. Schauen wir mal, ob er uns ein gutes Angebot macht. Jo. Das ist jetzt auch mal cool. I don't like how close you've gotten to that boss and that faction. I want you to break off your business arrangement with them. Kein Interesse, Digga. Nope. Not interested. Are you kidding? I'll talk to your little friends then. Maybe I'll get them to end your arrangement. Viel Glück, Frank. Yeah, right. Good luck with that. Weg mit dir. Was denkt er? Auch noch 2 Tage, das müsste jetzt reichen. Na, come on. Wieder auf die Hütte. Wir campen schon vor der Dings. Vielleicht können wir ja schon rein, bevor die Leute drin sind. Das würde mich jetzt mal interessieren. Will do. Kommen da jetzt Leute? Und da sind jetzt automatisch wieder drin. Ne, die sind automatisch drin. Okay, das wäre cool, wenn wir jetzt reingekommen wären und es wären noch gar keine Gegner da gewesen. Let's go. Ich meine, klar, die Rundenkämpfe machen schon einen großen Teil des Spielgeschehens auf jeden Fall aus, aber ich finde, die sind halt auch eine gute Abwechslung. Weil sonst wartet man ja eigentlich die ganze Zeit nur. Was soll man sonst die ganze Zeit machen? Man kann ja sonst nicht wirklich viel machen. Also halt immer noch mehr Geschäfte kaufen und so weiter. Irgendwie muss man sich ja beschäftigen. Gehen wir hier hinter die Mauer, das müsste gut sein. Oh, er kann ihn wegmachen. Nice! Richtig gut. Gonna hammer you down. Hello, idiots! Alter. Oh, Liam Donovan? Nice. Vielleicht kriegen wir ihn ja als Charakter, das wäre natürlich cool. Mal kann er hier irgendwo. Na, kann er hier eine bessere Position einnehmen? Ich glaube, die Position da ist nicht so geil. Gehen wir mal hier hin. Oh, ne, der ist schon down. Okay, also er kann nur ihn hier treffen. Sehr gut. Macht Frankie den anderen weg. Den da. Zack. Und Maria macht den weg, ne? Tschüss, das war's. Nice.
Super Team. Und eine Mauser 1096 haben wir gekriegt. So, jetzt können wir eigentlich das übernehmen, ne? Glaubst du, du kannst die Dinger in einem deiner Gebäude zwischen deinen geschäftlichen Auslagen verstecken? Ich denke, das werde ich. Ich werde schon einen Platz finden. Was hast du vor? Hier bleiben und das hier weitermachen? Ganz genau. Etwas aus mir machen, damit alles etwas einfacher wird, wenn du und die Mädels mal rüberkommen wollen. Warum sollten wir Irland verlassen wollen? Das ist eine wunderschöne Insel. Ich sag dazu mal lieber nichts. Kannst du dir vorstellen, was die Mädels von deinen Geschäften hier halten? Dardri zum Beispiel, wenn sie rüberkommt. Was ist mit dem anderen? Mit dem Geld würde sich ihr Leben mit Sicherheit verbessern. Ayof würde wahrscheinlich gleich eine eigene Bande gründen. Wer ist jetzt bläuäugig, hä? Es gibt Wichtigeres im Leben als Geld. Was hat dieses Land nur aus dir gemacht? Glaubst du das wirklich? Das liegt an diesem Land? Frag mal lieber deine wunderschöne Insel, von der du so schwärmst. Pass einfach gut auf die Waffen auf, bis ich anfangen kann, sie in meine Heimat zu schicken. Du wirst von mir hören. Ganz kaum erwarten, Bro. Right away. Gratulation! Gut, wir haben es übernommen, sehr gut. Dann. Sagen. Das Gute ist, glaube ich, wenn man Hotels macht, kann man, die Hotels kann man, glaube ich, nicht übernehmen. Aber wenn man Hotels macht, weil Hotels sind keine illegalen Einrichtungen, das sind legale Einrichtungen. Man kann auch nicht rein, aber das senkt halt den, das senkt den Ruf bei den feindlichen Fraktionen. So, ich würde sagen, wir machen einfach noch eine Kneipe. So. The Jumping Cat. Nice. Alles in Alk investieren. Reden Sie mit Saul. Hier schauen wir mal. Erstmal hier noch auf jeden Fall verbessern. I'm on it. Genau. Nochmal 2000. Ne, 100. Schau mal, Schwarzmarkt-Händler. Warte mal. Ich hab doch hier ein paar Waffen gekriegt. Hier, mit ihm nehmen wir mal die Mauser. Die ist, glaube ich, besser. 15 bis 18. Bis 28 Damage. Ja, die ist besser. Kann ich die andere Knarre verticken? Glaube ich, nichts mehr Gescheites gekriegt. Und hier haben wir noch was zum Heilen. Ja, hier sind noch was Heilkräuter. Schwarzmarkt. Verkaufen. Hier die Maschinenpistole. Tommy Gun. Oh, ne? Jetzt hat er das Gewehr von links verkauft. No. Tommy Gun. Nein, Tommy Gun tun wir auch verkaufen. Ohne Dinger. Vielleicht Donny nochmal die Dings geben. Das Gewehr. So. Auch hier Gewehr. Und Ambosskugeln. Und dann das hier beschleunigen. Atmosphäre und Mundpropaganda verbessern. Wir warten mal kurz noch, bis eine Woche vorbei ist, dann können wir auch direkt Sicherheit nochmal verbessern lassen. Come on. Man kann ja auch einen saufen gehen. Hier. Während man wartet. Hier einen saufen. Okay. Hallo Boss. Ein Drink kaufen. Geben Sie mir einfach einen Drink. Jetzt ist er besoffen. Geil, Mann. One Screenshot. Right away. Nice. Right away. Na komm, bring noch die Kohle, Digga.
on it. Ja, sie verbessern sich natürlich auch, wenn man jetzt immer weiter upgradet, dann sieht man auch, wie die Läden sich verbessern. Und dafür müsste man halt auch die ganze Zeit im Laden bleiben. Not a problem. Aber auf jeden Fall müssen wir hier nochmal, Sicherheit müssen wir auf jeden Fall hier nochmal verbessern. Das ist schon ein ganzes Stückchen It's weg von done. Unserem I'm on it. Hauptquartier. Der Vorschlag eines Fremden. Ein Fremder hat ihnen einen Zettel in die Hand gedrückt. Auf ihm steht, hab von ihnen gehört. Sie versuchten einen Fuß in die Tür zu kriegen, hä? Na dann mal gut zugehört. Die lausigen BOI-Penner werden Ende des Monats ein paar Türen eintreten. Und das Buccaneer in The Little Italy steht auf ihrer Liste. Ich kann ihnen helfen, aber sie müssen etwas für mich tun. Ich habe da einen Typen in der Nachbarschaft, der mir Ärger macht. Er hört auf den Namen Eddie Cornhorn. Könnte an der Zeit sein, den alten Eddie auf den Gnadenhof zu schicken, hä? Kümmern Sie sich um Eddie und ich kümmere mich um Sie. Verstanden? Interessant. It's already done. Gut, aber wir gehen erstmal zu Saul, um seinen Auftrag zu beenden. Let's go. So, bis die da sind, gehe ich mal ganz kurz auf Klo. Kann er hier ranzoomen, dann seht ihr ja, wenn die Leute kommen. Ah, shit. Nochmal. I'm on it. So. Right away. Ja, da bin ich schon wieder. Sie waren schon lang genug ein Stachel im Fleisch dieser Stadt. Sprechen Sie Ihr letztes Gebet. Oh, Raging Calls haben uns den Krieg erklärt. Ups, was ist denn so? Das wird ihre Beerdigung, Digga. Your history. Ja, 81%, weg mit ihm. Yeah! We did it! That's what I'm fucking talking about. Und jetzt, wenn das das letzte Wort ist, dann ist das wohl so. Okay. Auftrag abgeschlossen. 11.000 Geld, Junge. Nice. Und eine Knarre haben wir bekommen. Ein Gewehr, glaube ich. Oh, das ist richtig gut. Ach, das ist das gleiche Gewehr, wie wir schon haben, nur als verbesserte Version. Nice. Und 11.000 Geld aus. Das ist ein Dreier. Können wir eigentlich das hier übernehmen? Let's go. Und direkt wieder reinvestieren die Kohle. Eine Nachricht von ihrer Brauerei. Sie halten eine Nachricht von Henry in einer ihrer Brauereien. Herr Boss, ich muss hier unten echt sprechen. Es ist dringend. Na schön, ich werde da sein. Gehen wir als nächstes hin. Let's go. Aber erstmal nehmen wir hier das Building. Nehmen wir ein. Let's go. Alter, wie sie abgeht. Mal einen weggeballert.
Donny. Hä? Wieso hat er die Mauser, Alter? Guck mal, Waffe wechseln, Bro. Tschüss, Alter, 85er Crit rein. Maria tut sich mal hier verstecken. Hä? Trifft sie niemand oder was? Hä, den kann sie doch treffen. Ach doch, jetzt geht's. Feuerstoß. Nice. Der macht ihn platt. Oh, daneben. Alter, wie kann man denn auf die Entfernung mit einer Shotgun daneben schießen? Das geht doch gar nicht. Gonna mess you up! Hä? Hat er den anderen geheilt oder was? Der war doch voll. Ein bisschen hochhealen. Kein Problem. Warte mal, er kann jetzt eigentlich Dings machen. Hier, die zwei stehen nämlich nebeneinander und ich glaube, der kriegt die beide platt. Komm her zu mir! So, und jetzt halt nämlich nochmal. Jetzt können wir das nämlich nochmal machen. I'm on it. Come here to me. Tack, tack. Geil, Mann. Warum kann sie ihn nicht treffen? Geh mal hin. Hier hinter. Ja, geh doch dahinter, ey. Sehr gut. So. Und jetzt ihn weg hier, ihn wegholzen. Tschüss. Was war's? Yeah. That's what I'm fucking talking about. Übernehmen. Und dann machen wir jetzt hier mal noch eine Brauerei, Digga. Wir haben viel zu wenig Brauereien. Let's brew some booze. Hier Garage. Christ almighty. Nice. Schon 100 hoch. What is this shit? Erstmal hier Sicherheit natürlich reinknallen. Das ist natürlich das Wichtigste. Dann Produktion, Qualität. Reicht, oder? Und dann machen das direkt Beschleunigung. Nice. Jetzt der Laden aufgewertet worden. Und wir machen hier nochmal Produktion. Und noch einmal Ablenkung. Dass wir nicht so eine krasse Razzia bekommen. Noch was zum Verticken. Da das Gewehr können wir verticken. Das sieht gut aus. Riechsalz braucht auch nichts. Gut, dann haben wir noch 1000 auf Tash. Dann gehen wir zur Brauerei, würde ich sagen, oder? Mal Auftragsbuch. Halten Sie 10 Geschäfte. Befördern Sie jemanden zum Berater. Unterhalten Sie sich mit Eddie. Reden Sie mit Henry. Machen wir erstmal Eddie. Wo ist er? Ah, der ist ja gleich hier um die Ecke, oder? Ja, wir können uns aber auch hinporten. Hier, reisen nach. Und dann brauchen wir nach nebenan gehen. Right away. What? Right away. Und wo ist Mr. Eddie? Mahlzeit. Was glotzen Sie denn so? Jemand will Sie tot sehen, wissen Sie das? Warum? Ich habe doch gar nichts getan. Bitte, ich gebe Ihnen das Geld, schauen Sie einfach weg, lassen Sie mich laufen, dann bekommen Sie 2000. Sollen wir den platt machen? 2000, ja, ist jetzt auch nicht so viel. Komm, wir machen einfach platt. Weg mit dem. Hier. 94% Erfolgschance. Tschüss. Yeah! That's what I'm fucking talking about. Auftrag abgeschlossen. Zum Fremden zurückkehren. Die Gina Crime Family laden sie zu einem Krieg ein.
Die Hipsingtonen sind mir schon zu lange ein Dorn im Auge. Helfen Sie mir, ihnen einen Tritt in den Arsch aus unserer Stadt zu befördern. Ja, wenn ich mich ihnen anschließen soll, dann müssen sie mir den Deal schon ein bisschen versüßen. Und zwar... Wir wollen Dings haben, den Unterschlupf wollen wir haben. Ein Bandenkrieg ist ausgebrochen. Gerüchten zufolge haben die Tina Crime Family die Schnauze voll von den Hipsing-Tongen und haben ihnen den Krieg erklärt. Nice. Da geht's schon ab hier. Ja? Oh, wir werden angegriffen oder was? Let's go. Deswegen, und jetzt zahlt sich's nämlich aus, wenn ihr immer gut Kohle in Security investiert habt. Jetzt haben die nämlich keine Chance hier. Unsere Leute. Anzugreifen. Weil hier die einfach wegklappen. Oh, Alter, hat so eine geile Waffe. Zack! Gehen wir hier vor. Hier diese Laternen sind immer richtig gut, um Deckung zu nehmen. Den machen wir weg. Tschüss. Mit ihm hier, gehen wir dahin. Das ist ein bisschen Reichweite, was hat er für eine Fähigkeit? Entwaffnungsschuss. Doppelschuss. Schrapnellenbombe, Alter, wie der abgeht. Zeitbombe. Granaten, Alter, wie geht der denn ab, ey? Schmeiß mal Granate hier. Sind die beide und alle. Wir können die alle mit einer Granate. Oh nein, 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 nein. Das ist einer von uns. Es sind nur noch zwei Gegner. Krass. Trifft er? Er macht ihn platt. Tschüss, das war's. Die konnten nicht mal einen Damage bei uns machen. Und so Leute zu OP, Alter. Richtig krass mit Granaten und allem unterwegs. Was geht, ey? Nächste Kampf. Ja, jetzt hier die Raven Colts meinen, jetzt die müssen jetzt hier ein bisschen Beef machen. Kein Problem, die machen wir weg. Basie. I'll bash your head in! What? Ich laufen dürfen mit denen nicht. Hier aus. Ja, wenn wir jetzt natürlich jetzt einfach so machen, dann natürlich ging's, aber wenn wir so machen, dann kriegt er keinen Damage und kann sie trotzdem wegknüppeln. Da. Na, mach doch, Digga. Ja, geht. Ich hab's im Konter gemacht, aber egal, wir waren weg, machen sie weg. Oh, das war der falsche, shit. Damn it. Ja, mach sie hier nochmal, komm, klappt wieder. Tschüss. Ja, mach ihn nochmal. Oh, einer von uns down, schade. Geil, die gewinnen trotzdem nicht. Gehen wir lieber mit ihm in Deckung, sicherheitshalber. Dass er jetzt dreimal daneben schießt. Das kann natürlich immer sein, dass das ist immer nur eine Chance, eine Trefferchance. Aber er macht ihn weg. Tschüss. Nice. Fällt mit der Pump ins Gesicht. Oh, und Maschinengewehr. Das ist richtig nice für Maria. So, hier zwielichtiger Fremder. Schauen wir mal, wo ist Maria? Ihre Waffe macht aktuell 13 bis 22, 22% Crit. Ne, ne, das ist sie erst besser. Okay.
Jetzt geht doch zu dem, ey. Hallo? Was ist da los, ey? Zum nächsten Kampf. Okay, do it, Ness. Gott. Er kommt von hier hinten. Guck mal hier, versteckt sie mal hier in dem Auto. Trifft leider nichts. Dann geh lieber hier hin. Das bringt mehr Deckung. Da kommt noch einer, lol, von hinten kommt noch einer. Wie mies. Gonna hammer you down. Ja, mach erstmal erste Hilfe auf jeden Fall. Assholes. Aber egal, wir müssen ihn weg. Wir müssen weiter wegknüppeln. Und ihn hier wegknüppeln. Gonna hammer you down. Boah, mies. Bitte ihn. Den da kann er wegmachen, oder? Ah, das ist schwierig. Ah, das ist nicht geil. Geh mal lieber hier hin. Ich glaube, da von hier aus ist, glaube ich, ganz okay mit Deckung. Ah, das ist auch, das wird nichts. Nee, der überlebt. Schade. Die tun jetzt ihn da hinrichten. Alter, von so weit trifft er ihn. Gut, daneben. So, da den einen können wir auf jeden Fall wegmachen. Komm, auf jeden Fall mal den einen platt hier. Nice. Wer weg ist, ist weg. Der macht kein Damage mehr. Einfache Regel. Ein Doppelschuss. Sehr gut. Wenn man halt nicht läuft, dann kann man nämlich auch einen Doppelschuss abfeuern. Komm, komm, komm. Ja, Mann, der läuft hier rum. Sehr gut. Dann gehen wir mit ihm hier hin. Dann trifft uns nämlich der von da drüben nicht. Und dann können wir ihn hier platt machen. Ah, schade. Schade, schade. Ah, der trifft nicht. Super. Alter, wir holen die. Die haben nichts drauf. Der läuft nur hin und her, Alter. Der ist besoffen. Mach ihn weg. Und er trifft halt nicht. Macht nur Verwirrungstaktik. Komm, jetzt mach ihn doch weg. Der trifft ihn nicht. Ey, ich schwör's dir, jetzt mach ich den gleich mit Nahkampf. Wieso macht er da Beef? Oh. Komm hier, lass mal heilen. Hello, idiots! Ja, komm hier, Nahkampf. Mach ihn weg. Smack these punks. Nice. Weggeboxt. They got me. Ah. Er geht mal hier hinter. Erstmal safe. Safe gehen und dann nachladen. Und er lädt auch nach. Jetzt komm, Digga. Jetzt machen wir hier das. Zielmarkierung. Dass wir ihn besser treffen bzw. mehr Damage machen. Und dann drauf. Die nächste Runde können wir einen Doppelschuss machen. Oh, aber der trifft auch gut. Das wird knapp.
knappes Ding. Komm. Sorry. Komm, komm. Doppelschuss, Bro, der geht down. Shit. Oh. Und der trifft halt jedes Mal. Komm, nochmal ein Doppelschuss. Einer wird ja wohl treffen. Tschüss. Super gut. Noch ein Gewehr bekommen. Boah, schon nächste Kampf, Alter. Jetzt geht's ab, ey. Wir haben jetzt zum Beispiel nur 37% Chance, wenn wir das automatisch auswürfeln lassen. Aber wenn wir es selber spielen, habe ich trotzdem auch schon gewonnen, selbst bei so niedrigen Chancen. Weil die halt deutlich schlechter sind als wir. Überlebt, Digga, überlebt. Ja, Mann, sie hat überlebt. Heil dich, heil dich. Kann sie noch irgendwo weiter in Deckung gehen? Doch, doch, geh hier ganz hinter in die Ecke. Ganz in die Ecke rein. Und dann hier. Boah, ich schmeiß Granate oder was? So weit schon kann die Granate schmeißen. Alter! Und doch erst heilen müssen. Dann macht einen weg. Tschüss. Keine Deckung mehr. Nee, das war's. Verkackt. Das wird nichts mehr. Ja, tschüss. Verloren. Das erste Mal, dass wir verloren haben. Heute. Krass. Greift die Jumping Cat an. Oh. Das wird auch nichts. Christ almighty, what is this shit? On my way! Assholes. Damn idiots! Zack. 4 gegen 3 haben wir jetzt noch? Ne, oder nur 2? Ne, ne, 3 Leute haben wir. Jetzt gucken wir erstmal, wo ist sie? Okay, da ist sie halt eine gute Position. Er hier. Geht mal hinter die Theke, dass er besser treffen kann. Und dann Vance. Alter. Ich tu mal gleich wegknüppeln. Wegknüppeln. Better run, Punks. Tschüss, der fällt schon oben, Alter. Wow, wow. Direkt heilen besser. Better run, Punks. Ich dachte, wieder auf die Idee kommen, irgendwie Granaten zu schmeißen oder so eine Scheiße. Tschüss. Alter, nur noch 2 übrig. Krass. Ist richtig gut gelaufen. Ich dachte eigentlich, wir verlieren.
Guck mal, dann geht er hier. Er kann uns natürlich da richtig gut treffen. Natürlich blöd. Ja, come on. So, geh mal hier rüber lieber. Der von da drüben, der trifft uns eh nicht. Der ist viel zu weit weg. Dann nehme ich hier gleich den Wegknüppel. Got it. Assholes. Genau. So, er geht zum Wegknüppel. Das, Alter! Die tun ihn hier wegballern. Ah, fast. Komm, wegknüppeln. It's your grave, buddy. Ah, it's home run. Tschüss, das war's. Perfekt. Wir haben gar keinen verloren. Und noch eine epische Shotgun bekommen. Und 1280 Kohle. Krass. Und da geht's hier weiter. Die machen wir auch platt. Deswegen, wenn wir jetzt die paar Kämpfe gewinnen gegen eine feindliche Fraktion, dann kommt er nämlich nachher uns in den Arsch gekrochen. Stieransturm. Stoßen Sie sich zurück und fügen Sie dem schweren Schaden zu. Let's go. Ja, gut, die Animation, naja, und jetzt. Also, das ist so eine schlechte, das war jetzt die schlechteste Animation, die ich bisher im Spiel gesehen habe. Wir machen jetzt mal mit ihm hier, genau, ich habe eine Idee. Wir machen mal hier den Wachmodus. So, wenn er nämlich jetzt versucht, Deckung zu suchen, dann knallen wir uns weg. Ich weiß gar nicht. Genau. Spaß. Und wird er seine Aktion abgebrochen? Nein. Aber egal. Und tschüss. Fuck off! Bam, mit dem Hammer. Geil. Machen wir ihn hier auch noch. Jetzt haben wir nämlich hier noch so einen Haken. Fleischerhaken machen wir jetzt mal. Watch out! Ist auch cool. Zack. Tschüss. Shit. Da will ich die Leute ranziehen. Und dann auch wegknüppeln. Shit. Arme Faust, egal. Damn it. Macht nix. Kriegen wir die? Doch, die kriegen wir. Alter, wie weit die Nahkämpfer laufen können, ist halt krass. Tschüss. Alter. Geil, Mann. Da geht's noch weiter. Komm, das schaffen wir auch noch. Und dann kommt er uns irgendwann in den Arsch gekrochen. Weg hier. Stupid jackasses. Was? Weg mit der. Tschüss, das erste schon down. Geil, Mann. Immer versuchen, so schnell wie möglich die schon in der ersten Runde down zu bekommen. Aber wie gesagt, wer nicht zum Zug kommt, der kann halt auch kein Damage machen, logischerweise. Mit ihm gehen wir mal hier hin. Komm, komm, mach die weg. Ah, shit. Das geht zu gut. Versteckt. Dann tut sie erstmal heilen. Arzttasche, nice, dann wieder voll, ja? Mal hier sie wegknüppeln. Ah, daneben! Alter, wie kann er daneben machen? Mal hier mal einen Doppelschuss. Dann ist der platt. Komm mal weg. Scheiße, nice, nice, nice. Mal wie viel AP braucht das? Das braucht 1 AP, jetzt müssen wir sie mal markieren. Dann haben wir, glaube ich, eine größere Crit-Chance. Und dann drauf hier. Ja, noch weiter vorne, hier geht nichts.
Schieß. Oh, sehr gut. An ihrer Stelle wäre ich jetzt abgehauen. Aber gut, wir wollen halt nochmal einen Home Run passieren. Was? Übelst mit der Keule, Alter. Was geht hier noch? Nichts mehr. Oh, wir haben es geschafft. Hauen sie ab. Weg mit dir, Alter. Das Spiel wird gespeichert, sehr gut. Ah, gehen wir hier schnell in den Taxi und laufen dann rüber zum Quest. Haben wir da noch irgendwas? Ich glaube, wir haben schon ein paar gute Sachen bekommen. Hey. Machen wir hier. Ich kenne eine so harte Nuss ist. Loyalität plus 2 plus Bandenmoral. Ja, wir haben gerade Kohle, Digga. Dann kannst du auch was nehmen. Und Maria Rodriguez haben wir $1000 Prämie gegeben. Ihr seht, da gibt es auch noch haufenweise Nebenquests. Also das ist eigentlich richtig cool dafür, dass es ein Aufbau-Strategiespiel eigentlich ist. Kann man halt richtig viel auch Nebenquests machen und so. Man kriegt halt trotzdem die ganze Zeit Kohle. Also man muss sich da nicht nur darauf beschränken, die ganze Zeit Häuser abzugraden. Deswegen, es gibt auch noch ein anderes Spiel, ein älteres Spiel, was auch sehr ähnlich ist, und zwar heißt es Gangland. Das habe ich früher auch viel gespielt. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe auch schon ein bisschen geguckt, deswegen, ich würde euch das gerne auch mal zeigen, so Retro-Style, also frisch aufgewärmt mäßig. Aber ich habe es bisher nicht gefunden, weder bei Steam noch woanders. Ich weiß nicht, bei GOG könnte ich vielleicht mal gucken. Donovan, ich bin froh, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Wie ich höre, sind Sie gerade mit Familienangelegenheiten beschäftigt. Digga, ich bin der Donovan, wir sind immer mit Familienangelegenheiten beschäftigt. Ich bin immer mit dem Geschäft beschäftigt. Wollen Sie was trinken? Schnaps ist nicht mein Problem. Waffen sind es. Meinst du gerade nicht? Sind Sie ein witziger Typ, Ihre? Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich brauche, was Sie haben. Auf die eine oder die andere Art. Ich hätte nicht gedacht, dass es Ihnen an Waffen mangelt. Sicherlich kann sich der mächtige Frankie Jail anderweitig Maschinen lernen. Okay, ja. Nicht schnell und nicht in der Menge, die Sie haben. Ich habe gerade einiges zu klären. Alte Freunde werden manchmal zu neuen Feinden. Ja, und was kann ich denn für Sie tun? In dieser Stadt spricht sich alles herum. Auch wo Sie Ihre Waffen lagern. Also, nehme ich sie mir. Jetzt in diesem Moment. Meine Männer sind bereits in Ihrer Brauerei. Ich setze eher auf meine Jungs als auf Ihre. Glauben Sie, ich würde meine Brauerei unbewacht lassen? Ihre Männer sind bereits tot. Wachen wie Ihr Bruder? Scheiße, Sie sind tot, Jay. Keine Sorge, wir kümmern uns um Ihren Bruder. Behalten Sie den Jack. Ich habe auch ein paar Freunde eingeladen. Kampf beginnt. Wir machen ihn platt, Alter. Oder ist abgehauen. Aber was ist das, Alter? Das ist ein Witz. Boah, hier ist ein Baller direkt einen weg. Super. Auf Maria ist Verlass. Und Frankie. Frankie kann ihn wegknüppeln. Oh, er kann ihn direkt wegknüppeln. Direkt mal Home Run. Direkt mal mit dem Home Run reingestartet in den Kampf. Sehr gut. Gehen wir wieder in Deckung. Ja, kann er glaube ich nicht, oder? Direkt mal einen wegballern. Boah, Alter. Da noch einen wegknüppeln. Was? Also ist das der irische Style, wie wir die Sachen hier regeln. Alter, einfach instant wegknüppeln, die Jungs. Treffen sie sich mit Jay. Schauen wir mal hier, können wir hier noch was upgraden? Na, das ist gut, das machen wir mal Ablenkung. Und können wir hier Atmosphäre und Mundpropaganda können wir auch noch mal eins ballern. Er kriegt noch ein Level Up.
Führen Sie einen Nahkampfangriff mit Ihrer Sekundärwaffe aus. Wird das Ziel getötet, gehen Sie Doppelschlag nicht in die Abklingszeit über. Fügen Sie dem Ziel einen kritischen Nahkampftreffer zu. Dieser Angriff schlägt das Ziel mit einer Chance von 75% K.O. Das ist nice. Das machen wir. That's well. Unerwarteter Schlag. So, dann schauen wir mal, wo ist der? Typ. Nachricht, hey Frankie Donovan, Sie fangen an, in dieser Stadt Aufsehen zu erregen. Einige wichtige Leute haben angefangen, das zu bemerken. Sie nennen sich die Canadian Mabel Association und Sie möchten Sie kennenlernen. Ich würde Sie nicht warten lassen. Ja. Ja, auf geht's, dahin. Ja, wir hätten eigentlich auch jetzt unseren Unterschlupf supporten können. Nochmal Schwarzmarkt, noch was für Ting. Alles Gewehr. Alles Maschinengewehr. Schrotflinte. Da die Mauer noch. Für Ting. Mehr Kohle immer besser. Können mich gleich, wenn wir dort sind, auch unsere Brauerei gleich verbessern. Das sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. Let's go. Rein da. Wir könnten eigentlich auch noch jemanden anheuern. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Na gut, jetzt haben wir uns die ganzen Waffen vertickt. 2000. Vollstrecker, Betrüger, Killer, Sprengmeister, Killer, Arzt. Ja, wir kommen schon mit den drei Leuten klar, let's go. Okay, warte mal, ich kann mal hier gucken. Ah, man kann da leider nichts machen, schade. Oder doch, warte mal. Da noch was machen? Doch, man kann noch was machen. Ich kann das nämlich hier noch beschleunigen, dann haben wir nämlich noch mehr Sicherheit. Hehe. Ich mehr Sicherheitsleute am Start. Und hier das Lager können wir auch mal noch verbessern. Was rein da jetzt? Was ist das? Was ist das? Wir könnten das auswürfeln lassen. Ich hab noch zwei Wachen kurz vorher nochmal angeheuert. Frankie, geht hier hin. I'm on it. Trifft leider keinen. Machen wir Wachmodus, falls einer versucht hier einen Nahkampfangriff zu starten. Dann macht er ihn weg. Bams. Hier hat Donovan Waffe. Wir gehen hier hin. Ah, Nahkämpfer. Shit, Solle muss warten. Solle hier warten. Der jetzt nicht unbedingt den da vorschicken, wo drei Gegner sind. Dann gehen wir mal hier hin. Maria, Maria. Hier gehen wir. Gehen wir auch hier hin. Was machen wir mit ihr hier? Der hat da auch keine Möglichkeit. Gibt ihm dann gleich Rückendeckung, wenn er vorgeht, um welche wegzuknüppeln. Na, geh doch dahin. Genau, sie macht auch Wachmodus. Als da einer um die Ecke kommt. Eine Waffe. Geht mal hier hin.
Moli im Donner ist. Ich glaube. Was passiert, wenn der stirbt, Alter? Kochendes Blut Maria Rodriguez. Bewusstlos. Diese Geschichte, Alter, was machen wir denn? Guck mal hier hin, ja. Bringt das was? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber auf jeden Fall kann der treffen. Let's go! Jetzt Frankie wieder am Start. Ich sage mit ihm, gehen wir einfach jetzt rein, Alter. Machen wir ihn erstmal weg. Entfesselte Wut, Alter. Die haben unseren Bruder gerade gemacht. Bam, bam. Das ist zur Zeit für Home Run. Home Run Donny. Nochmal. I'm gonna batter you. Auf. Wreck this crew. What? Ja, hier hin. Ja, Mann, er trifft. Ah, das war der falsche. Hier. Macht auch einen Nahkampf. Gegen ihn, genau. I'm on it. Brecheisen. Zack. Komm hier auch. Nahkampf. Let's go. Shit. Wir haben doch keine Chance, Alter. Zu dritt. That's what I'm fucking talking about. Yeah. Right away. Frankie, ich fass es nicht, dass ich vor dir sterbe. Sei nicht so dramatisch dir. Ich sterbe, Frankie, das ist ziemlich dramatisch. Es würde zwar mein Leben leichter machen, aber das passiert nicht. Frankie, du bist weggelaufen, hierher, um ein Imperium der Sünde aufzubauen. Warum? Früher hast du für die gute Sache gekämpft. Tomba hat für eine gute Sache gekämpft, als er weint und blutend auf dem Boden vom GPO in Dublin lag und ich ihm nicht helfen konnte. Weißt du, was er da sagte? Was denn? Ich habe keine Ahnung, das Dach stürzte über ihm zusammen. Aber ich wusste, dass ich für keine Sache mehr kämpfen wollte. Ich wollte für mich selbst kämpfen. Er starb für seine Ideale. Ich dachte nicht an seine Ideale, als das beschissene Dach auf ihn fiel. Und ich, Frankie, was ist mit mir? Sterbe ich nicht für das, woran ich glaube? Sterben ist Sterben, ja. Sorg dafür, dass die Waffen in die Heimat kommen, Frankie. Bleib hier bei mir. Wir werden die Donovan-Brüder sein und diese Stadt wird uns gehören. Fehlgeschlagen! Fuck! Du bist der einzige Bruder, der mir noch bleibt. Da habe ich kaum eine Wahl, oder? Die Nachricht von ihrer Wache, Boss einer aus Frankie Jails Bande, war sehr hilfreich, bevor er starb. Wir wissen jetzt, wo Jail ist, in Little Italy. Sehr gut. Oh, Bruder. Du bist gestorben, Alter. Ohne Scheiß, der Bruder ist gestorben. Of course. Miese Geschichte, Alter. Gut, aber ich würde mal sagen, das war's mit Empire of Sin. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, ist im Game Pass drin oder bestimmt ist es auch mal irgendwo im Angebot für. Ist ja schon ein paar Monate raus. Bestimmt könnt ihr das auch mal für ein 20 beim Play Store oder so. Beim PlayStation Store. Euch gönnen oder auf PC. Hier noch, was machen wir noch? Erwidert automatisch das Feuern, alles klar. So, nochmal speichern. Genau, manueller Speicherstand. So, jetzt schnell ins Hauptmenü, bevor das Spiel einem noch mehr Zeug zumüllt. So, wie gesagt, das war der letzte Stream von mir vor Ostern. Ich bin am Mittwoch nach Ostern bin ich mit Nick wieder am Start, dann zocken wir Warhammer.
Und am Sonntag nach Ostern zocke ich dann wieder Kotor und Alice weiter. Und dann die Woche drauf, dienstags, geht's weiter mit Dungeon Siege. Morgen Abend ist hier noch Romy am Start, der legt wieder auf. Und Sonntag ist Hüsi am Start mit Spider-Man. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Ostern und ein schönes Wochenende. Ciao, macht's gut.